Was geht ab, meine sehr verehrten Damen und Herren? Mein Name ist Marvin und ich begrüße euch zu einer neuen Town Hall. Heute zu Gast bei mir, M. Manuelsen. Wie geht's dir? Yes, Sir. Wie geht's dir? Mir geht's bestens. Ich bin, naja, gut, es ist jetzt 11.30 Uhr. Langsam stehe ich auch auf am Wochenende, ja. Hab meinen morgendlichen Kaffee hier aus der Jakobskrönung-Tasse. Edles Ding natürlich, ja. Und gönn mir heute richtig hier, ja. Läuft bei dir, nur vom Feinsten. Nur vom Feinsten. Wird wahrscheinlich einige verwundern, dass deine Zigarette schon an ist, ja, und nicht erst 20 Minuten später angemacht wird. Aber das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass du heute hier in einem, sagen wir mal, in einem gemütlichen Klima bist, ja, und nicht dich in Rage reden musst und dann erst dich daran erinnerst, dass du da doch eine Zigarette anzünden wolltest. Ja, In Rage rede ich nicht so lange. Ja, ja. Also in Rage. In Rage, Rage, ja. Was aber auch, glaube ich, einige verwundern wird, ist, dass wir hier überhaupt zusammen uns hier eintreffen, ja, zu einem Gespräch, weil wir beide ja definitiv, sagen wir mal, nicht so den besten Start hatten, aber da können wir, glaube ich, auch im Verlauf der Town Hall ein bisschen drüber reden, ja. Ich glaube, so der Hauptanlass, dass wir uns heute hier treffen, ist, dass ich dich in zwei Videos kürzlich doch, ja, mehrfach kritisiert habe, könnte man schon sagen, aufgrund diverser Aussagen oder diverser Reaktionen, ne? Das ist nichts Neues. Ja. Aber immer nur bei dir, ne? Immer nur bei mir. Immer nur bei dir. Und ja, da hast du mich angeschrieben, hast gesagt, ey, da würde ich auch gerne ein paar Sachen zu sagen, ja. Und da ich ja bekanntlicherweise neutraler als die Schweiz bin, ja, das ist ja allseits bekannt, ja. habe ich mir gedacht, ja, komm in die Town Hall, trink was, ess was, sitz was und wir quatschen ein bisschen. Ne? Ja, gerne. Absolut gerne. Sehr gerne, sehr gerne. Die zwei Videos, ja, die jetzt von mir veröffentlicht wurden, wo du ein bisschen kritisiert wurdest, war natürlich, ja, leidiges Thema, Bushido Beef, ja, das ist irgendwie so eine never-ending Story zwischen euch. Und ja, da habe ich schon so detailliert hat auch so meine Gedankengänge niedergelegt. Ich glaube, du hattest so ein paar Sachen, die du entweder ins richtige Licht drücken wolltest oder wo du einfach gesagt hast, ey, da hätte ich noch ein bisschen additional Feedback, würde ich mal sagen. Ja. Und ja. Da können wir auf jeden das Fall... Das Wichtigste war, das waren keine 50 Mann. Ich habe nämlich eine fast ausverkauft zugespielt. Oh, das war das Wichtigste, ja. Okay, dann können wir die Town Hall jetzt beenden, ne? Ja, okay, das war's. Das, okay. Das richtig gestellt haben. Ja. So. Nee, das war mir wichtig. Ja, du weißt ja, man kriegt so die ein oder andere Spitze ab in meinen Videos, aber wenn du schon das ein oder andere Video von mir gesehen hast, wo es auch nicht um dich geht, wirst du auch gemerkt haben, ich schieße breit gefächert, ja, also ist jetzt nicht so, dass ich mir nur da den Manuelsen rauspicke und alle anderen mit Samthandschuhen anfasse oder sowas, ja, also ist nicht so, dass ich da irgendwie Partei ergreifen möchte, ich meine, so eine gewisse Objektivität, Würde ich mir schon zusprechen, aber klar, man ist natürlich auch nur ein Mensch und hat gewisse Sympathien, Antipathien, hat gewisse Sachen, wo man halt auch einfach, ja, vielleicht meinungstechnisch mehr auf einer Seite ist als auf der anderen, aber versucht dann halt trotzdem noch beide Seiten möglichst, ja, abzudecken. Weißt du, wie ich meine? Schießt du, um zu schießen oder schießt du, um was zu ändern in der Welt? Ich würde... Um für Gerechtigkeit zu sein. Ja, ich gute Frage auf jeden Fall. Also manchmal ist es schon so, dass ich schieße, um zu schießen, ja, aber manchmal ist es auch so, dass ich schieße, um vielleicht auch wach zu rütteln oder um vielleicht auch gerade, ja, ich habe natürlich auch ein relativ junges Publikum, ja, ist breit gefächert, aber ich habe auch viele junge Zuschauer dabei und denke mir halt auch immer, irgendwo sind nicht nur Rapper, sondern auch so die Berichterstatter oder die Influencer in der Rap-Szene, auch alles irgendwo so Vorbilder, weißt du? Also es gucken viele Leute zu uns auf und wenn man dann, ja, keine Ahnung, pauschalisierte Aussagen trifft, die einfach für mich nicht okay sind, ja, dann muss ich da reingrätschen. Dann fühle ich mich dazu berufen, wenigstens im Rahmen meiner Community da meinen Standpunkt klar zu machen, dass ich zum Beispiel, ja, wir können ja mal drauf eingehen, auf diverse Aussagen, dass ich zum Beispiel nicht denke, dass jeder, der zur Therapie geht, ein Weicher ist oder kein Mann ist oder sowas. Weißt du, das sind so pauschalisierte Aussagen. Ich glaube, das meinst du auch nicht so flächendeckend, ja, sondern das sind einfach so Sachen, wo du halt spontan in die Insta-Story gehst und ohne großartig nachzudenken, da einfach vom Leder ziehst und dann vielleicht
nicht nochmal dreimal drüber liest oder so, um zu überlegen, okay, wie könnte das vielleicht im Worst Case aufgenommen werden, weißt du? Weil ich kann mir auch vorstellen, dass du vielleicht auch in deiner Fanbase Leute hast, die ja schon mal therapeutische Hilfen in Anspruch genommen haben und sich da vielleicht auch ein bisschen gekränkt gefühlt haben, meinst du nicht? Wenn du jetzt darauf spezifisch eingehen willst, dann kann ich dir genau was dazu sagen. Hm? Ich glaube, also ich bin davon überzeugt, dass wenn wir das ganze Ding zurückspulen, und ich versuche jetzt extra nicht alles doppelt zu sagen, ne? Weil wir hatten ja im Vorfeld schon darüber gesprochen. Ich habe einen Sprachfehler, weil ich jeden Tag zwischen vier Sprachen hin und her switche. Deswegen, ich habe einen Sprachfehler, ja, so, da kann man mich auch nicht. Ich habe einen Sprachfehler einfach. Okay? Aber das ist kein Problem. Dennoch ist das, sind die Sachen, die meinen Mund verlassen, kein Schwachsinn, denke ich. Und ich glaube, dass, wenn man das Ding jetzt zurückspult und mal auf die Essenz der Sache guckt, damals wollte der gute Herr aus dem Vertrag raus, okay? Da hat ihm die Kraft gefehlt. Das gibt er ja zu. Das ist ja jetzt keine Anmache von mir. Er gibt es dazu. Er ist da nicht rausgekommen, die Leute wollten ihn nicht rauslassen und er hat jemanden gesucht, der ihm das klärt. Okay? An diesem Punkt muss man die Sache von einem gewissen Winkel sehen. Hat Bushido damals, hat er Rücksicht darauf genommen, dass vielleicht irgendwelche zornigen Araber durch die Tür kommen und dass vielleicht durch dieses Ereignis vielleicht Spectre, Speiche oder Halil, dass die vielleicht eine Therapie brauchen? Nachdem die von so Arabern in die Mangel genommen worden sind, wie man ja sagt, das sagt nicht ich, aber das ist ja die bekannte Geschichte. So, hat Bushido da Rücksicht drauf genommen, dass die Jungs vielleicht auch Kinder haben und sich vielleicht auch bedroht gefühlt haben? Hat er darauf Rücksicht genommen, dass die unzähligen Rapper, die er beleidigt, bedroht, was weiß ich, hat er darauf Rücksicht genommen, dass die vielleicht zur Therapie müssen, weil die Angst vor dem arabischen Großfamilienclan haben? Hat er darauf Rücksicht genommen, dass Flair vielleicht Angst um sein Leben hatte, weil es ja heißt, ich will nicht sagen, dass ich weiß, dass es so ist, aber es heißt ja so, dass er zwei Leute geschickt hat, die ihm nach MTV da abstechen sollen und dass der Bodyguard das in der letzten Sekunde abgewehrt hat. Das sind ja alles aktenkundige Sachen. Na, das ist jetzt nichts, was ich den Leuten neu erzähle. Aber hat er darüber nachgedacht, dass der Junge vielleicht Todesangst hatte? Nein. Und ich sag dir, warum er das nicht gemacht hat. Weil, guck mal, nichts auf der Welt schmeckt süßer als Macht. Da kann sich keiner von freisprechen. Das tut er selber auch nicht. Okay? Und wenn du diese Macht dann auslebst, ne, ich weiß es ja am eigenen Leib. Ich saß denn ja gegenüber. Also, ich sage nicht hören sagen, ich saß denn ja gegenüber und ich muss sagen, nochmals, wenn du die Interviews von damals guckst, ich habe es damals schon erwähnt und ich sage es dir jetzt auch. Arafat war an diesem Abend, wo der Showdown mit mir und meinen Kollegen war, bei denen im Café, war die versöhnlichste Natur. Und es ging ab zwischen Bushido und mir zu dem Zeitpunkt schon. Und Arafat hat sich das ganz gediegen und ganz relaxed angehört und hat dann sich für nichts außer Frieden ausgesprochen. Beruhigt euch, streitet euch nicht, dies, das. Der Einzige, der sich erdreistet hat, an diesem Tisch aufzustehen und mir mit Schlägen zu drohen, ist Bushido gewesen. Okay? Guck mal, ich will nicht sagen, dass ich John Rambo bin oder dass ich der stärkste Mann der Welt bin. Morgen kann ein 16-jähriger trainierter Kämpfer kommen, der haut mir einen Haken und ich liege da wie Milch auf dem Boden. Kann sein. Okay? Aber du wirst mir doch, glaube ich, unterschreiben, dass, wenn es zu einem physikalischen Zweikampf zwischen mir und Bushido kommt, dass die Tendenzen eher für mich stehen würden. Worauf ich nicht stolz bin, aber das muss ja jeder, das gibt er ja selber zu, ich weiß das und ich glaube, der Rest der Menschheit weiß das auch. Da er das selber auch Also, schon gesagt hat, ist okay, ja, stimmt. Also würde ich auf jeden Fall ja, zustimmen, ne? hat er gesagt. So, vielleicht haut er mich auch um, wer weiß das schon. Gottes Wege, so unergründlich. Aber wenn man es jetzt so ganz physikalisch logisch betrachtet, dann würde das vielleicht wahrscheinlich eher zu meinen Gunsten ausfallen. Aber jetzt musst du überlegen, was hat ihn an diesem Tisch aufstehen lassen und woher hat er diesen Mut gefasst? Hat er diesen Mut gefasst, weil, an den Glauben an sich selbst? Weil, wenn er diesen Glauben an sich selbst hätte, dann hätte er Arafat in First Place gar nicht gebraucht, weil dann wäre er selber ins Büro von Agogan, hätte Speichen und Ohrfeige gezogen
Halil eine Ohrfeige gezogen und Speicher Halil und Spectre eine Ohrfeige gezogen und hat gesagt, guck mal, ihr unterschreibt das, ich bin hier raus. Wenn er so sehr an sich selber geglaubt hätte. Aber nein, diese arabische Macht hinter ihm hat ihm gefallen. Er hat das ausgelebt. Er fühlte sich gut. Es machte ihn wichtig. Es gab ihm Anerkennung. Dies, das. Und dieses Ganze, ja, ich wollte das doch gar nicht und ich war ein Sklave und ich war dies und ich war das. Das ist im Nachhinein immer erstmal leicht gesagt. Okay? Das ist im Nachhinein immer erstmal leicht gesagt. Deswegen, wenn ich auf den Jungen durchdrehe, ist das nicht so, weil die Sachen, die er sagt, mich so stören. Ja, ich war in NRW und du hast dich totgestellt. Was will ich daran stören? Mich stört an ihm extrem und das macht und das bringt mich zur Weißglut, weil er ein unfairer Wichser ist. Er ist unfair. Erstens, er ist unfair und zweitens, er ist ein maximaler Heuchler in meinen Augen. Maximal. Guck mal, wenn jemand weint, ne? Guck mal, verliere ich meine Mutter, verliere ich meine Frau, verliere ich meine Kinder, verliere ich meinen Cousin, verliere ich einen meiner Brüder, ne? Dann Tränen sind was Normales. Tränen sind was Normales. Also kein Mann muss sich schämen, dass er weint. Aber ein Mann muss sich schämen manchmal für was er weint. Und das, was er abgezogen hat mit dieser Doku, ist so predictable. Es ist dermaßen predictable, dass ich mich innerlich ekel. Ich ekel mich davor. Ich ekel mich davor. Ekel mich davor. Ich ekel mich davor. Man kann das nicht gut reden, wenn man sagt, man ist Vorbild. Und wenn ich sage, dass Männer auf ihre Frauen aufpassen, dann ist das kein, dann bin ich nicht der Macho hier oder ich bin der Neandertaler, der keine Ahnung von kulturellen oder gesellschaftlichen Werten hat. Ich finde einfach, dass es so gehört. Und jeder Mann, der nur ein bisschen was auf sich hält, der weiß auch ganz genau, was ich meine. So. Aber wenn man seine Frau vorsteckt und Sachen für sich klären lässt und dann noch sagt, ja, meine Frau ist mehr Mann als ich, dann habe ich da einfach keinen Respekt für. Weil wer meine Frau angeht oder meine Familie oder meine Freunde, auch wenn er größer, stärker und 10-mal gefährlicher ist, dann kriege ich halt einen auf den Deckel. Aber am Ende des Tages kann ich wenigstens sagen, ja, ich stand wenigstens gerade. Ich stand wenigstens gerade. Und das ist nichts Verwerfliches. Das ist nichts Verwerfliches. Und die Leute sollen mir nicht ankommen mit, ja, aber die arabische Großfamilie, der ist doch, wo der von Arafat weg war, ist er doch zu noch einer größeren arabischen Familie gegangen. Und dann hat er Polizeischutz gekriegt und ist wieder mit einer arabischen Großfamilie, das wissen die meisten Leute gar nicht, ich will jetzt hier nichts sagen, aber ich musste doch wieder mit Arabern telefonieren wegen ihm. Von wem und woher, ist jetzt scheißegal. Jetzt kürzlich erst wegen den aktuellen Eskapaden. Ja, jetzt kürzlich wegen den aktuellen Ereignissen. Deswegen, der soll mir bitte nichts erzählen. Und dieser Spruch im neuen Song, ja, ich habe immer noch Kontakt in die Unterwelt. Die Leute sollen das mal auf die Dings und das mal auf die Waagschale legen. Er ist ein maximaler Stratege. Ein maximaler Stratege und er geht dafür über Leichen. Yeah. Und ich respektiere ihn nicht für Hip-Hop, wenn ein Rapper mir sagt, ja, ich habe da ein Gangster-Rap-Kostüm und manchmal abends ziehe ich das an und mache dann Gangster-Rap und verkaufe eine Tonne Kokain-Musikclip und dann geht er wieder ins nationale Fernsehen und macht den passionierten Familienvater. Weißt du, was ich meine? Wir sind alle Familienväter. Okay? Wir sind alle Familienväter und wir lieben unsere Kinder alle, wir passen alle auf unsere Kinder auf und wir wollen alle, dass es unseren Kindern gut geht. Deswegen, bitte, Also wir sind, glaube ich, ein bisschen von der... Ich weiß nicht, was es daran nicht zu verstehen gibt. Ja, ich verstehe dich. Du hast auf jeden Fall viele gute Punkte angesprochen. Wir sind ein bisschen von der eigentlichen Frage abgedriftet, aber um mal kurz auf deine Sachen einzugehen. Ich gebe dir da recht und ich habe da auch diverse Sachen kritisiert, ja, wenn es darum geht, dass zum Beispiel Bushido damals anscheinend im Auto saß mit Arafat und der hat gesagt, ey, nee, ich will deine 20 oder 30k oder was er ihm da geben wollte nicht, sondern ich will jetzt hier von dir für immer irgendwie Geld oder so.
hätte er sagen können, nee, ist nicht. Und dann hätte er vielleicht die Schläge seines Lebens bekommen, aber das wäre es dann auch gewesen, ja. Also Warum hat er da nicht schon die Polizei gerufen? oder so, ja. Und Ja. dann natürlich auch die nächsten Jahre, gerade wenn du das, wenn du nochmal hier drauf eingehst, auf dein berühmtes Treffen, ja, was er natürlich auch schon in anderen Interviews ausgiebig nochmal zum Best gegeben hast, ja, mit dieser ekelhaften Aussage mit der Tapete, tapezieren und so weiter, ja. Das ist ja, Entschuldigung, ich will nicht ins Wort fallen. Weißt du, was das Ekelhafte sogar daran ist? Weißt du, was das Ekelhafte an diesem Spruch ist? Mir ist vor 2 Jahren erst aufgefallen, dass, guck mal, ich habe gedacht, dieser Spruch kommt wenigstens aus seinem Herzen. Ich habe gedacht, er hat den, so, der ist halt so, der kommt vom Herzen und das war wenigstens eine reale Beleidigung. Was mich aber noch wütender gemacht hat, ist, dass dieser Spruch einfach von Blood in, Blood out ist. Das heißt, er hat den Blood in, Blood out, er hat Blood in, Blood out gesehen. Und ich habe gesehen, wie Al von den Aryan Vanguards zu einem von der BGA gesagt hat, wackel ab, Nigga, sonst tapeziere ich meine Zelle mit deiner schwarzen Haut. Und das hat er dann so umge... Das hat das dann nur, das hat mich dann so noch mehr geärgert, weil das einfach so voll der Lauch ist. Was darüber hinaus, dass es ekelhaft war, dann auch noch geklaut war, ne? Nicht mal aus Ja, so seinen ausgeweitet. eigenen Worten, ja. Nein, also Nee. das macht einen dann noch wütender so, weil es so voller Tollmove ist. Ja, safe, safe, safe. Und ich finde es auch, klar, ich habe es auch jetzt schon diverse Male offen kritisiert. Ich weiß nicht, ob du davon auch was gesehen hast. Ich meine, das sind dann halt auch Videos, wo dann halt nicht dein Name mit dem Titel steht. Da schaust du dann vielleicht nicht rein. Aber es ist ja zum Beispiel so, dass ich auch von Bushido schon diverse Sachen kritisch gesehen habe und ich mich auch kritisch geäußert habe dazu. Unter anderem halt, dass die Doku halt so die ihn darstellt, als ob er halt von Anfang an so der Sklave war, ja, der Unterdrückte, der halt den ganzen Tag geweint hat. Nein, er hat natürlich auch, ich meine, die Liste der Leute, die sich darüber schon geäußert haben, ist doch lang, ja, die gesagt haben, ey, ich habe da echt drunter gelitten und da war, das ging nicht von Arafat alleine aus, zumindest nicht alleine, ja, sondern das waren die mindestens zusammen, die dann halt diverse Drücker-Mentalitäten an den Tag gelegt haben und diverse Leute unterdrückt haben und so weiter. Und da bin ich auch der Meinung, und das war auch das, was ich damals mit Peter Rosberg auch besprochen habe. Ich bin ja auch in der Doku ab und zu mal zu sehen und in dem Vorgespräch, ja, habe ich auch gesagt, es fehlt gerade die Reue, ja, es fehlt gerade in der öffentlichen Wahrnehmung die Reue und ich habe mir halt auch erhofft, dass in der Doku Reue stattfindet. Ich finde, es ist vorhanden in der Doku, aber nicht zu dem Ausmaß, in dem ich es mir gewünscht hätte. Da würde ich auf jeden Fall zustimmen, weil es wird eigentlich komplett außer Acht gelassen, ja, dass halt auch Bushido diverse Sachen mit Arafat zusammen gemacht hat und dann halt sozusagen seine Vormachtstellung da ausgenutzt hat, ja, dass er sich dachte, okay, ich diss jetzt hier Leute, ich versuche Leute hier zu drücken, ich versuche Leute klein zu machen und wenn die antworten, dann schicke ich dann meine Truppe vor, ja, und so war das ja jahrelang und deswegen hätte ich mir gewünscht, dass man das zumindest auch mal thematisiert, dass man da sagt, ey, yo, das war auch scheiße, sorry. Vielleicht nicht sorry an XY spezifischer, sondern vielleicht sorry an die Szene, weißt du? Und dann würde, glaube ich, auch die Szene nicht mehr so einen Abfuck schieben, weißt du? Weil ich sage mal so, wir sind alles Menschen und ich glaube auch, dass du auch jemand bist, der durchaus imstande ist zu verzeihen, aber es muss halt etwas Ehrliches und Aufrichtiges sein, ne? Ich sag dir ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, wann ich dieses Image von einem Monster bekommen habe. Jetzt kommt ehrlich wissen, du kannst jeden fragen. Meine Frau sitzt da vorne. Ich bin der, guck mal, also ich versuche zumindest, ne, der netteste Mensch der Welt zu sein zu jemandem, der zu mir nett ist. Ich versuche es, ja. Du kennst das, dass ich, ja, ich weiß, das ist schwer zu glauben, Ja. aber. Nee, Guck mal, ich das glaube, ist. du bist im Herzen, bist du ein guter Typ. Das glaube ich. Ich versuche es. Das habe ich auch gemerkt, als wir uns, kann mir auch mal kurz erzählen, ja, wir hatten ja unseren Beef, also ich bin ja kein Rapper, deswegen ist das eigentlich irgendwie cringe, das Beef zu nennen, aber unseren Disput haben wir zugemacht, als wir dann mal einfach gesagt haben, okay, lass uns da einfach mal telefonieren. Da haben wir 90 Minuten Videocall gemacht und es war mega angenehm, ja, es war voll gechillt, du warst bei dir zu Hause, ich war bei mir zu Hause, wir haben ein bisschen gequatscht, haben uns mal gegenseitig auch gesagt, ey, was passt uns aneinander nicht oder was hat uns aneinander nicht gepasst, was war der Auslöser, dies, das und so weiter. Und da hast du mit deiner Tochter gespielt, ein bisschen und alles drum und dran. Es war cool, ja. Es war ganz anderer Manuelsen. Es war nicht der Manuelsen, der sagt, er möchte in irgendwelchen Müttern platzen, ja. Aber erzähl Ja, weiter. das ist ja, ich meine, was soll ich dir sagen? An irgendeinem,
an irgendeinem Punkt, guck mal, diese wahllosen Beleidigungen, ne, diese wahllosen, sehr schlimmen Beleidigungen, ne, ich weiß, ich bin mir auch dessen sehr bewusst, dass das oft nicht angebracht ist oder eigentlich generell nicht angebracht ist. Ich weiß das. Aber du musst dir vorstellen, 5 Jahre lang habe ich sein Spiel komplett durchschaut und habe es auch probiert, den Menschen in der Szene und den Zuhörern zu sagen, ey, guck mal, passt mal auf, der macht gerade so und so, weil so und so. Und der macht so und so und so und so. Und die Szene und er selber haben versucht, mich in der Öffentlichkeit als einen Verrückten darzustellen. Okay? Was ich aber im Nachhinein, wo der Bruch dann kam und wir dann mit, ich will jetzt niemanden spezifisch nennen, aber wir haben dann mit Leuten aus seinem direkten Umfeld gesprochen, die ihm nicht unbedingt schlecht gesinnt waren. Ne? Und die haben mir selbst gesagt, soll ich dir mal ganz ehrlich was sagen, Walla, du hattest mit allem recht. Aber was soll ich machen? Wir waren ein Team, wir mussten zusammenhalten. Das sind die Sachen, die ich dann kürzlich nach dem Bruch von denen dann zu Ohren bekommen habe. Und ich rede von wirklich relevanten Leuten jetzt. Jetzt nicht von dem Burgerbrater in Papa Aris, weißt du, was ich meine? Von Leuten, die mit ihm waren, mit ihm musiziert haben. Und ich hab mit denen gesprochen. Und nachdem sie mir das zugegeben haben, dass das so stimmt, habe ich nicht eine Sekunde länger Streit geführt. Gib es halt einfach nur zu. Stell mich nicht in der Öffentlichkeit wie ein Verrückter hin. Weil nur das macht mich verrückt und das bringt mich zum Äußersten. Und wenn ich nicht mehr weiß, wie ich mich gegen diese Psychokacke zu wehren weiß, dann sage ich, okay, weißt du was? Ich verbrenne alle Brücken, komm, ich fick deine Mutter, komm. Oh, ich fick deine Mutter, komm. So, weil dann ist Point of No Return. Komm oder komm nicht oder leb du damit. Leb damit. Leb du damit. So, dass die meisten Leute verstehen das falsch. Die meisten Leute denken, ich bin ein Esel, der nicht weiß, wie man sich artikulieren kann oder wie man über eine Sache diskutieren kann oder einen Streit schlichten oder ein Thema beiseite nehmen kann. Ich meine, du bist der beste lebende Zeuge. Wir haben einmal telefoniert, wir haben nie wieder von irgendwelchen Streit geredet. Ich weiß nicht mal mehr, worum es ging. Weißt du, ich meine? So, das Ding ist nur einfach, versuche mich nicht für dumm zu verkaufen, Bruder. Ich bin ein intelligenter Motherfucker, Bruder. Ich bin kein Esel. So, und dieses Spiel, was er gespielt hat, ne, ist ein sehr dreckiges, ne, ist ein sehr unehrenhaftes Spiel, was er gespielt hat. Und das, was er bekommen hat und die Macht, die er bekommen hat, hat er nicht erstreitet oder hat dafür gekämpft. Nein, er hat sich das so gemogelt und das ist unfair. Weißt du? Und dann am Ende des Tages sind die, die ihm dazu verholfen haben, sind dann nachher die Bösen. Guck mal, ich bin ja nicht der Rechtsanwalt von Arafat. Gar nicht. Ich hatte mit Arafat auch meine Dispute. Okay? Ich und Arafat sind auch aneinander geknallt. Heftig. Okay? Und ob er mich aufrichtig mag oder nicht, ob ich ihn aufrichtig mag, weiß nur Allah. Weißt du, ich meine? Aber ich glaube, in der Sache, wofür Arafat damals in diesem Gespann war, ich sage, er hat einfach seinen Job gemacht, für den er gerufen wurde. Ich sag, er war so ein Streetlord aus Berlin und hat in der Sache eine gute Investition gesehen, hat sein Ding gemacht. Über die Zeit ist bestimmt auch eine Freundschaft entstanden, weil die ganzen Kuss- und Umarmungsvideos, die man sieht von den beiden, können nicht nur gespielt sein. Okay? Können nicht nur gespielt sein. So. Bestimmt gab es da diverse Rauheiten in dieser Freundschaft, das will ich gar nicht abstreiten, oder ich bin da auch jetzt nicht, ich habe da nicht die Kerze gehalten, weißt du, aber ich glaube, dass so am Anfang, am Ende, das jetzt so auf ihn abzuwälzen, das zeichnet so richtig Bushidos Charakter ab. Ich glaube auch nicht, dass das von Anfang bis Ende halt so war. Ich kann mir schon vorstellen, dass vor allen Dingen in der Dokumentation die letzten Jahre relativ realitätsgetreu abgebildet sind. Ja, so wo es dann darum ging, ja, hier gemeinsamer Villabau, dann diese komische Gartenzaun-Cringe-Nummer da, ja, wo dann Anna-Maria so extrem beleidigt wurde und so weiter. Ich kann mir schon vorstellen, dass das alles so stattgefunden hat, aber wie du schon sagst, ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Permanentzustand war, der über die gesamte Laufzeit der Freundschaft so war. Ne, ich denke mal schon, dass die ersten Jahre, gerade die glorreichen Jahre, wo dann Gold und Platin Regen dann auch kam, ja, dass da definitiv
definitiv die Jungs auch Brüder waren, ja, dass das Real Bros waren, dass das eine Freundschaft war und so weiter. Und sich das dann halt die letzten Jahre dann, ja, so, dass das halt die letzten Jahre dann auseinandergebrochen ist. Und du hast recht, es ist an sich ist es unfair, ja, dann da zu sagen, nee, es war ein Permanentzustand so, das, was davor vielleicht schön war, die schönen Jahre werden jetzt komplett ausgeblendet und die haben einfach nicht stattgefunden. Ja, dass man das einfach so in der Öffentlichkeit darstellt, damit man halt noch besser dasteht. Ne? Das ist halt, ist es, Sehr unschön. man kann es egoistisch nennen, man kann es opportunistisch nennen, man kann es manipulativ nennen, ja, es ist wahrscheinlich irgendwie alles zutreffend, aber überraschend ist das ja auch nicht. Ja? Ich habe ja Bushido auch persönlich kennengelernt, ich weiß, dass der Mensch mit Vorsicht zu genießen ist. Pokerface des Todes, Stratege, dies, das. Aber ich bin auch der Meinung, dass es für dich halt irgendwo auch eine Sackgasse ist, weil du versuchst ja den Beef auf ein Spielfeld zu ziehen, auf dem der ja gar nicht spielen will. Der will in seinen Rap-Texten dissen, ja, und disst dich und sagt auch, ja, dann diss halt auch zurück und so weiter. Aber das ist halt etwas, was von dir zu wenig kommt, meiner Meinung nach, und auch der Meinung von vielen Rap-Fans. Ja, zum Beispiel, wenn du jetzt auf Instagram gehst, machst deine 40-minütige Ansage gegen Bushido und triffst da halt auch sehr, sehr pauschalisierende Aussagen, die meiner Meinung nach halt kritisch zu betrachten sind, wie zum Beispiel dieses, alle, die zur Therapie gehen, sind keine Männer oder alle Bushido-Fans sind 12 bis 14 Jahre alt, was ja de facto einfach Schwachsinn ist, ja. Da wäre es doch eigentlich, warte, warte, lass mich Okay. kurz den Punkt noch zu Ende führen. Da wäre es, glaube ich, für alle Rap-Fans einfach viel geiler, ja, wenn du zum Beispiel, wenn du einfach Kill 'Em All 2 machst und lyrisch und musikalisch durch Rap einfach alles wegfickst, weißt du? Jetzt darfst Okay. Guck mal, du. zu dem Punkt, guck mal, Bushido-Fans von damals, die du sagst, ja, der ist schon so lange am Start. Bushido-Fans von damals, also ich merke das doch, ich merke das, ich bin ja tatsächlich noch draußen, ich nehme noch am Leben teil, weißt du, ich meine? Und die Leute, die damals Bushido gehört haben, von denen du gehört hast, die hören den heute nicht mehr, weil die schämen sich für den. Und das schon seit Jahren. Na, auch nicht pauschal, kann man pauschal Also nicht so sagen. hier im Ruhrgebiet zumindest. Hier im Ruhrgebiet zumindest. Okay. So. Deswegen sage ich, ich hab die Leute doch, die in seiner Twitter-Bubble, ich habe die doch gehört in diesem Ausschnitt. Da war ja keine 30 oder 35, die waren alle. Nein, 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 nein. Aber das ist, wie gesagt, Weißt du, was ich meine? das ist wieder suboptimal formuliert. Ja, wenn du, wie gesagt, lass uns mal nacheinander jetzt die Dinger zumachen. Ja, also bist du der Meinung, dass alle, die zur Therapie gehen, keine Männer sind? Ja oder nein? Nein. Gut, ja, haben wir das Ah, zugemacht? ne, warte mal. Also, Ja? warte, wie meinen wir das jetzt? Also Pauschali. Ja, erzähl. wenn ein Mann zur Therapie geht, weil er seelische Probleme hat und sich selber nicht zu helfen weiß, ne, dann kann er das in Anspruch nehmen, dass es nicht verwerflich ist. Okay? Super, Wenn aber super. ein Mann, wenn, na, das meine ich ehrlich, oder Frau auch, komm, wir sind ja mittlerweile da angekommen, dann ist das nichts Verwerfliches. Weil wenn er seelische Probleme hat, Tod, Verlust, Krankheit, dies, das und damit nicht zu helfen weiß und es einen Spezialisten gibt, der ihm da einen Schlüssel gibt und die Türen in sein Gewissen oder in seinem Kosmos aufmacht, die er selber nicht finden kann, dann ist das absolut gerechtfertigt und ist nichts Verwerfliches. Okay? Super. Aber was verwerflich ist, zu einer Therapie zu gehen und bei der Therapie so zu tun, als ob man geständig ist und sich mentale Power abholt und dann aber wieder auf den Rap-Track geht und genau das alte Muster weitermacht. Das ist so wie ein Drogenjunkie, der zum Drogenentzug geht, in der Klinik ist und alle sagen: Ey, wow, du hast das so gut gemacht, wow, ich bin so stolz, dass du da rausgehst. Er geht in die Klinik rein und das erste Mal, wenn er rauskommt, um zu schnappen, zieht er sich eine Line Koks und geht dann wieder rein und tut so, als ob nichts ist. Das ist ja genau das Gleiche. Nee, Dafür habe ich einfach kein. finde ich nicht, das ist nicht Doch, das finde ich schon. Gleiche. Weil Nein. wenn du das hinter dir lassen willst, ne, wenn du dieses Leben hinter dir lassen willst, wenn du dieses Leben hinter dir lassen willst, wofür du ja Polizeischutz hast und wofür du uns alle gefickt hast mit deinen ganzen Videos und Gerichten und dies und das, wenn du das alles hinter dir lassen willst, Holmes, dann geh und lass dich nicht wieder auf die gleichen Leute ein und dann geh und mach nicht wieder die gleiche Musik und verteile die gleichen Ansagen an die gleichen Leute, die sich das nicht gefallen lassen. Also, was ist jetzt gespielt?
ist die Therapie gespielt oder ist gespielt, dass er jetzt geläutert ist? Also irgendwas stinkt in der Sache. Und das passt mir nicht. Na gut, wir wissen natürlich auch nicht, was da in der Therapie besprochen wird. Ja, das ist ja hinter verschlossenen Türen. Man weiß nicht, was da nur jetzt Gott, genau nur Gott ist. weiß. Ja. Und wenn es ihm hilft, ja, wie gesagt, menschlich wünsche ich ja jedem alles Gute. Ich bin der Meinung, dass es legitim ist, dass er sagt, ey, ich finde, ich muss in Therapie sein, weil ich hier die letzten Jahre sowohl physisch als auch psychisch mich genötigt gefühlt habe, ja, und wie willst du das ausdrücken, ja, mich ausgenutzt gefühlt habe, mich bedrängt gefühlt habe und will das jetzt verarbeiten mit einem Therapeuten und kann dann besser schlafen, kann dann besser mich um meine Familie kümmern und so weiter. Finde ich okay. Wenn man dann gleichzeitig sagt, ey, ich will aber trotzdem auf Rap-Ebene zumindest noch verbalen Schlagabtausch mit meinen potenziellen Gegnern im Rap-Game haben, finde ich okay. Finde ich okay. Ja. Aber wie gesagt, du willst das ja auf ein Spielfeld ziehen, auf dem er nicht bereit ist zu spielen, ja, weil er sich jetzt nicht mehr hinter dem Abu-Chaka-Clan, sondern jetzt halt hinter der Polizei versteckt. Darf ich was sagen? Ja. Guck mal, wenn es so ist, wie du sagst, dass er es nicht, er will es einfach jetzt nur noch auf Rap-mäßig austragen und dies und das, ja, dann, wenn du uns dann disst, Sinan, mich, Ruth oder sonst einen von den 1000 Rappern, die da auf seiner Liste hatten, ne? Dann greift sie aber auch nur an nach dem Motto, mein Flow ist besser als deiner oder ich kann besser rappen als du, meine Beats sind krasser, ich bin erfolgreicher als du, dann diss so. Diss aber nicht Mutter, Vater oder ich fick deine Frau oder ich fick deine Schwester oder dass er einfach, guck mal, Ruth ist ja, er hat ja eine Behinderung, das wissen ja alle. Er ist ja krank, weißt du, ich meine? Ja. Nicht nur seit letztens, er ist ja krank einfach, weißt du? Und dass er dann einfach behinderte Menschen disst, ohne mit der Wimper zu zucken, dass er das alles tut, da kräht kein Hahn nach. Weil das erwähnt auch keiner. Weißt du, das erwähnt auch keiner. Warum erwähnt das keiner? Der sagt, okay, der hat das gesagt, ich bin sehr auch schon in die Fresse. Ganz einfach. Wenn du auf Hip-Hop-Ebene battlen willst, dann battle auf Hip-Hop-Ebene. Komm aber nicht in diese, ich stick deine Mutter oder wenn ich zuschlage, landest du in der Blutlache oder dies und das. Mach das alles nicht. Wenn du dieses Leben nicht haben willst, dann mach es nicht. Aber wenn du es trotzdem machst, dann musst du damit rechnen, dass es Menschen gibt, die sich ihre Mutter nicht beleidigen lassen im Internet. Das ist auch deren gutes Recht. Safe, safe, absolut. Ja, das ist absolut. Deren gutes Recht. Das war ja auch mein Problem mit dir, ja, dass du da, sagen wir mal, ausfallend in meine Richtung geworden bist, sowohl in Insta-Stories als auch in DMs und so weiter, weil ich mir das, warte, weil ich mir das natürlich auch nicht gefallen lassen möchte. Ich will dir gerade nur mit diesem Beispiel sagen, dass ich da bei dir bin, ja, dass ich da durchaus mit dir mitgehe, ja, und vor allen Dingen, was ich jetzt gedacht hätte, was du vielleicht noch ansprechen würdest, ist ja zum Beispiel dieser Diss, der jetzt auf dem Song 90er Berlin war. Hast du gesehen in meiner Reaction auf dein Statement, was ich gesagt habe, was ich viel cooler gefunden hätte, wie du reagieren hättest sollen? Ich habe gesagt, also die Line nochmal, ja, war ja, hat nicht jemand was von NRW-Verbot gebellt, doch als ich da war, hat der Hampelmann sich totgestellt, anstatt eine Story zu machen, wo du sagst, ich platze in deiner Mutter, alle, die zur Therapie gehen, sind Weicheier, du verdammtes Weichei, deine 12-jährigen Fans, dies, das, und dann am nächsten Tag nochmal eine 40-minütige Live-Instagram-Ansage zu machen. An deiner Stelle hätte ich einfach gesagt, ja klar, stelle ich mich tot, wenn du nach NRW kommst, weil du bringst Spezialeinheit mit. Ich habe keinen Bock, in den Knast zu gehen wegen dir. Ich bin auf Bewährung gerade. Grüße nach Berlin. Ja. Und schon ist das fertig. Ja, das wäre cool gewesen. Das wäre lässig gewesen. Das wäre locker aus dem Ärmel geschüttelt. Ja, und ich glaube, das wäre auch sympathischer rübergekommen. Weißt du, was ich meine? Du hast recht. Am coolsten wäre und am besten wäre, wenn ich gar nichts gesagt hätte, weil es eh das darüber hinaus. Das darüber hinaus. Ja, das darüber das hinaus. Das darüber hinaus. Mhm. Aber du musst dir das so vorstellen. Guck mal. Er hat ja gesagt, manchmal die Hosen im Spiegel-TV hat er gesagt, manchmal die Hosen runterlassen. Es tut einen kleinen Moment weh, aber danach geht's besser. Das sind ja seine Worte, ne? Alles, okay, komm hier, bei Marvin, California, hier. Ich lass meine Hosen runter. Ich lass meine Hosen runter. Guck mal, ich sag dir was. Der Typ hat mich wahnsinnig gemacht, okay?
Ich habe keine Kontrolle mehr über mich selbst, weil es gibt keinen Menschen, den ich mehr hasse als Vielleicht den. hilft eine Therapie. Ja, meine Therapie ist Musik. Ja, Meine Therapie ist bitte, musizieren. bitte, das wünschen wir uns Ja. alle, das wünschen wir uns alle, ja. Und Ja. Ja. wie gesagt, das ist auch etwas, was ich sehr oft in meinen Kommentaren lese, ja, dass jetzt auch unter den beiden Videos, ja, die ich jetzt gemacht habe zu euren aktuellen Beef-Ereignissen, stand die ganze Zeit immer drunter, schade, der hat so krasses Talent, schade, so ein begnadeter Künstler, aber Ansage dies, Ansage das, ja. Oder Die Leute wollen, dass du ich komme auf mucketechnischer Ebene zersägst, ja. Und nicht auf Insta-Livestream-Ebene. 2022 so krass zurück, du kannst dir das nicht vorstellen. Wann Geil, bist du wieder in geil, Deutschland? geil, geil. Ich weiß es ja nicht. Ich weiß es ja nicht, wann ich wieder nach Deutschland kommen kann, Alter. Bei euch ist ja, sagen wir mal, nicht gut Kirschen essen gerade. Ja? So Ach, geht. mit rausgehen, dies, das. Aber wenn alles wieder gut läuft, auf jeden Fall, habe ich vor, im ersten Quartal 2022 wieder vorbeizukommen. Wenn du schaffst, im Januar habe ich Listening Session, okay? Mit Plattenfirma, ein paar Reportern und so. Du bist herzlich eingeladen, sei mein Gast, ich küsse dein Herz. Hör dir an, was M-Punkt gemacht hat 2022. Du kriegst einen Nervenzusammenbruch. Ich sag dir so, unter Druck funktioniere ich wie ein Bastard. Das Album, was ich habe, schafft kein Mensch. Es Okay. schafft wirklich kein Mensch. Okay, So. dann sind wir doch gespannt Und drauf, ja, das ist aber Schönes. das Schöne ist, ich habe. Okay. Doch, einen kleinen. Aber im Grunde genommen habe ich eigentlich keine Disses drauf. Warum? Weil Musik ist mir viel zu wichtig, anstatt dir zu sagen, ja, was ist das? Oder, das ist mir, dafür ist Musik zu wichtig. Ich schreibe lieber einen Song wie Geist. Weißt du, ich meine, oder ein V-Power. Das ist für mich wertvollere Musik. Ja, So. das weiß ich, ja, das weiß ich auf jeden Fall, dass dir Musik sehr, sehr wichtig ist und das ist schön, ja, wie gesagt, das ist immer etwas, was bei diesem ganzen Social Media Trubel eigentlich immer im Vordergrund stehen sollte, ja, und ich finde, da hast du auf jeden Fall im aktuellen Jahr einen guten Sprung gemacht, ja, also ich bin jetzt hier auch nicht der Richter oder sonst was, ja, der sagt, was cool ist oder was nicht, ja, aber so für mein Empfinden, ja, hast du einen geilen Sprung gemacht, ja, also ich kann mich noch erinnern an fast wöchentliche Ansagen Richtung 6ix9ine, Willi will's wissen, noch wen, Oh, ja. das war Ja, Spaß. 6ix9ine war Spaß. Spaß, genau, ja. Spaß. Das war voll der Weltstar. Als ob der jetzt ja. hört, was ich sage. Ja, okay. Aber wie gesagt, Der ist auch eine Ratte. ja, ist doch scheißegal, ja, ist doch scheißegal, aber trotzdem halt war es ein bisschen cringy, ja, dass dann halt eine englische Ansage kommt an 6ix9ine. Aber das war jetzt ja nur ein Beispiel, ja, für. Das war doch ein Joke, mein Gott. Wusstest du nicht, dass das ein Joke war? Nee, wusste ich nicht. Nee, wusste ich nicht. Zwischen den ganzen Ansagen gegen unter anderem mich und Willi will's wissen, kam die 6ix9ine-Ansage nicht anders rüber als die anderen Ansagen. Bei Willi will's wissen, habe ich mich so entschuldigt. Die Mail war so lang. Ja, So. ja, So wie ja, mein Arm. ja, ja. So. Ey. Aber ich kannte das auch nicht. Ich habe nur gesehen, irgendein Typ macht sich über behinderte Kinder im Fernsehen lustig. Ich weiß, du hast nur dieses Meme-Ding gesehen, ja. Wer hat dir das denn gezeigt? Die haben dich ja dann eigentlich gut in die Scheiße auch geritten, ja. Dass die so, hey, guck mal hier, Manuelsen, guck mal, was der mit den Kindern macht, Abo sag mal was Julo war dazu, das. ja. Abo Julo war das. Naja, da musst du ja immer die Ohren lang ziehen dafür, ja. Das war natürlich dann, bist du gut Abo ins Julo war das. Fettnäpfchen Der meinte, getreten, ey, ja. hast du schon gesehen? Ich so, wer ist das denn? Der meinte, irgend so ein TV-Moderator. Ich meinte, wer ist der Hundesohn? Was hat der da gemacht? Was macht der da? So, bis dann alle mir gesagt haben, ey, Bro, das ist so, Das ist der für ist so behindert. Dreijährige, ja. Das ist. Ja, Aber gut, das ich kann, ist ja zu jetzt das Ding, meine, ja. meine Absicht war eine gute. Ich bin da ins Du Fettnäpfchen wolltest für die getreten, ich habe Kinder mich einstehen und entschuldigt. das war, man, du warst wieder impulsiv, du warst auf jeden Fall auch wieder in der Wortwahl sehr, sehr ausfallend, ja. Aber das ist ja gut, ne? Da Sorry. nobody's perfect dann anscheinend, ja. Könnte man so mit viel Augen zudrücken dann damit noch abwinken, ne? Gut, also haben wir es auch geklärt. Alle Leute, die zur Therapie gehen, sind natürlich nicht keine Männer, ja, sondern das war halt mehr spezifisch auf deinen Kollegen Bushido halt gemeint, ja, und nicht eine allgemeine Aussage. Wie sagst du, diese pauschalisierenden Aussagen finde ich halt immer ein bisschen kritisch, ja, weil die halt auch, sagen wir mal, Ja. in deiner eigenen Fanbase halt auch ein bisschen. Du weißt selber, bei dir gucken die Leute mit der Lupe mittlerweile, ja. Das hast du dir aber auch selber Ja, zuzuschreiben, ja. Das ist halt so, ja. die sollen mit der Lupe gucken. Guck mal, ich rede nur mit Recht. Okay? Mit Recht. Und wenn
wenn ich mal ins Fettnäpfchen trete, à la Willi will's wissen, oder à la Marvin California, ne, dann ich entschuldige mich wie ein Mann. Wie ein Mann. Das Und ich stimmt, mache das ja. auch richtig. Ich weiß, ne? Ich meine, bei uns, wo wir telefoniert haben, hast du dich ja auch entschuldigt, ja, für die Müttersprüche und alles drum dran. Und Absolut. das Wenn ist ja das zu dann. entschuldigen, wenn das zu entschuldigen ist, dann sollten wir das verzeihen. Ich sage das auch hier nochmal öffentlich. So, das war das war also übers Ziel hinaus. Ich habe mich entschuldigt. Ja, Entschuldige hast mich du, hier öffentlich nochmal. ne? Ich habe da kein Problem, das zu tun. Was man mir verzeihen kann, soll man mir bitte verzeihen. Was ich verzeihen kann, verzeih ich auch. Nicht dir jetzt, sondern generell. Weißt du, Und was ich meine? jetzt nochmal, du hast gesagt, du weißt nicht mehr, wie das gestartet ist. Ich würde es dir gerne nochmal sagen und dann, wie gesagt, Ja, sag mal. dann, Bushido hat ein Foto mit mir zusammen gepostet. Das war der Auslöser. Ja, ne? Jetzt überleg mal, Alter, ja. Das ist Dann. dann nah an geisteskrank eigentlich, oder? Ja, wie ich dir sage, Hosen runter. In dem Punkt gebe ich dir recht, wenn du die Hosen manchmal runterlässt, das ist angenehm. Ja. Also no Dings jetzt an der Stelle. Ne? Aber so, manchmal, wenn du aus der Seele sprichst, so geisteskrank, ja, der Typ hat mich geisteskrank gemacht. Der hat mich zu meinem Äußersten getrieben. Also der hat mich zu meinem äußersten Rand vom Sabr getrieben. Vielleicht ist das sogar ein Fehler, dass ich das gerade hier sage, damit er denkt, ja, ich trigger ihn. Nee, Aber aber es so. ist real. Ich glaube, das ist kein Fehler, dass du sagst. Ich glaube, das ist Nein. menschlich und das macht dich auch für, sagen wir mal, Leute, die jetzt nicht so zu deinen größten Fans zählen, auch ein bisschen greifbarer, weißt Kein Problem. Ich will nur sagen, es ist Danger, Bruder. Der Typ bewegt sich bei mir in der roten Zone. In der dunkelroten Zone. du? Dunkelrot. Es ist Danger. Danger. So, ich weiß nicht, ich weiß nicht, bis wohin er das treiben will. Bevor er mich in die rote Zone treibt, ne? Warum treibt der Arafat nicht in diese rote Zone? Ha? Weil er kann ja nicht sagen, dass ich ihm mehr angeblich mehr angetan habe, als Arafat ihn angetan hat. Soll angeblich. Na gut, Man muss mal hier überlegen, diese ganze Gerichtsscheiße und dieses ganze Palaver und dieses ganze Tantana und dieses ganze dies, es geht hier um eine halbvolle Sprudelflasche oder was, die der Typ mal am Kopf gekriegt hat. Na Ja, gut, ich küsse sein Herz, ich küsse sein Herz. bei Arafat ist es aber halt auch so, die haben ja jetzt noch geschäftliche Verzweigungen, ja, die es gerade zu entschlüsseln gilt, ja, im Gerichtsverfahren. Und da versucht er halt den Krieg an der Front zu führen, ja. Und den Krieg gegen dich halt in der anderen, weil ihr beide halt nicht irgendwie Business Ties habt oder sowas, ja. So, er sagt ja, weißt du, was schlimm war? Er sagt so, die Reporterin von diese Spiegelreporterin, die sind sowieso der Horror der Menschheit sind diese Reporterin. Die sagen, bist du davon überzeugt, dass Arafat es so weit bringt, dich sogar zu töten? Und er so, ja, das würde er machen. Bro, Bro, also Bro, guck mal, ich will jetzt hier nicht den OG machen oder den Supergangster machen, ne? Aber ich schwöre dir, ich bin seit, keine Ahnung, Alter, 13 Jahren in der Rockerszene so, wir haben uns mit weit ausgefeilteren Leuten als Dings abgegeben und auch Kriege geführt. Wenn ich sage Krieg, dann rede ich von Krieg. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich küsse dein Herz. So, wir laufen auch nicht mit Polizeischutz rum. Weißt du, wie ich meine? So, ich erinnere mich, das ist eigentlich jetzt ein schwachsinniger Talk, aber nur damit du mich verstehst, Bruder. Guck mal, ich erinnere mich, Rot-Weiß ist ins Ruhrgebiet gekommen, 2010, ne? 2010. Und da war ich mit einem Charter unterwegs, Hellgate, so das war meine Clique, wir waren ungefähr 20 Mann, ne? Und das Ruhrgebiet galt schon immer als Hochburg der Banditos, Hochburg. Und vom Rockerkrieg muss ich dir nichts erzählen, das war ja omnipräsent in den Nachrichten. Und es gab zu diesem Zeitpunkt 800 Banditos hier im Ruhrgebiet.
Banditos. Jetzt komm noch mit Chicanos und mit X-Team und wie die ganzen Supporter-Clubs von denen heißen. Es gab bestimmt 1500 Mann von denen hier. Und von uns gab es 20. Bruder, und ich lebe immer noch. Ja, bitte erzählt mir bitte nichts von Polizeischutz. Erzählt mir nichts von Polizeischutz. Und ja, er könnte mich umbringen. Ja, das sehe ich ein. Das ist. Aber was hast du jetzt von der Reporterin erwartet, was die dann sagt als Gegenantwort, wenn er sagt ja, was soll die dann machen? Nein, bei der Reporterin ist klar, dass sie das fragt. Na, Darauf ist weil du so. gerade gesagt hast, ja, die Reporter, das sind sowieso die größten, schlimmsten Leute da und so weiter. Deswegen habe ich mich, Ja, ich habe jetzt gedacht, du meintest, die hätte da irgendwie noch nachhaken sollen oder sowas. nein, die führen diesen Jungen vor, weil guck mal, es ist doch so. Ich weiß nicht, wie viel du in Texas mitkriegst davon, aber guck mal, in Deutschland ist gerade die größte Politik wird gegen die sogenannten Clans gemacht. Okay? Guck mal, jeder Mensch mit dem Nachnamen Ramo ist einfach Superstar geworden in Deutschland, weil die jeden zweiten Tag im Fernsehen sind und die schlimmsten Geschichten über die erzählt werden. So, was ich sage ist, Bruder, wenn du Crime machst, ne, und dabei erwischt wirst, dann soll die Polizei dich nehmen, einsperren, wegsperren, abschieben oder sonst, die sollen machen, was sie wollen, wenn du Crime machst. Okay? Aber du sagst Pauschalisierung, Bruder, es gibt auch Leute mit dem Nachnamen, die leben jeden Tag in der Moschee und beten oder verkaufen Gemüse oder machen Autohandel oder machen irgendein legales Geschäft, aber durch diese Pauschalisierung, die du ansprichst, die Leute sind gefickt. Also Absolut, Pascha Hascha, natürlich absolut, sind sie nicht absolut. gefickt, aber die sind stigmatisiert sehr. Und Bushido ist laut der meines Erachtens nach, ich kenne jetzt kein Insiderwissen, aber so wie ich die Sache betrachte, ist der Schlüssel gerade zu dieser Clan-Politik, wie gefährlich die Clans sind. Und die führen Arafat so vor, als ob Arafat der Don Corleone der arabischen Welt ist. So. Und das ist alles eine Politiksache. Und der berühmte Bushido, ich könnte mir vorstellen, ich weiß es aber nicht, aber sein bester Freund ist nun mal ein Spiegelreporter. Was soll ich dir sagen? Ich glaube sogar der Chefreporter. Nee, So. Bild, ne? Meinst du Rosberg Oder oder Bild, was? ja, oder Bild. Oder Bild, Entschuldigung. Auf jeden Fall, die sagen, hör mal zu. Wir können dein Image wieder aufpolieren. Wir machen eine schöne Doku. Wir stellen dich hin als den liebenden Familienvater. Wir machen dich wieder gesellschaftsfähig. Aber dafür hilfst du uns, diese Clans zu bekämpfen. Dafür hilfst du uns, diese Familie zu bekämpfen. Das glaube ich. Das glaube ich. Klingt Und ich glaube, schlüssig, klingt schlüssig, ja. Ja, auf jeden Fall. er ist diesen Vertrag mit dem Teufel eingegangen und setzt sich dahin und heult uns den Blues, ne? Und genau das ist das Hinterlistige an der Sache. Das ist das Hinterlistige an der Sache. Und Ja, da kann mir jeder erzählen, was man will. ich bekomme das, ich Ich bek glaube das. ja, ich be ich bekomme das auch mit. Ich habe ja auch Freunde, ja, die jetzt, sagen wir mal, Clans angehören oder sowas, ja, und die sind auch keine Massenmörder oder sowas, ja. Die gehen jetzt auch nicht jedes Wochenende auf die Straße und stechen Leute in die Niere oder sowas, ja. Also, aber du hast recht, ja, es kommt fast wöchentlich jetzt eine Reportage raus von Stern TV, Spiegel TV, RTL, Bild Plus und dies und das, ja, wo dann halt gesagt wird, ja, die sind die sind alle Schwerverbrecher, ja, und das ist scheiße, ja, wenn es dann so weit geht. Sechsteilig. Ja, wenn es dann so weit geht, dass du halt aufgrund deines Nachnamens dann vielleicht auch schon verurteilt wirst und vielleicht keinen Job bekommst, keine Wohnung bekommst und so weiter, halt sozial ausgegrenzt wirst, das ist hart, das ist definitiv hart und das ist pauschalisieren as fuck, ja, also definitiv. Ja, ich weiß, was du meinst, ja, also ich sag mal so, ich habe dich jetzt für diverse pauschalisierende Aussagen kritisiert und ja, die gibt's auch irgendwo anders, ja, das heißt aber auch nicht, dass man dasselbe praktizieren muss, ja, das ist so dieses Feuer mit Feuer bekämpfen, ja, das ist ja wie, wo du vorhin gesagt hast, ey, ja, hat mal jemand dran gedacht, dass Spector vielleicht auch zur Therapie gehen musste, nachdem Arafat ihn geschellt hat oder sowas, ja. Ja, okay, cool, ja, dann kommst du halt mit einem anderen Beispiel, aber das heißt ja trotzdem nicht, dass man sagt, ey, ich muss genauso drauf rumhacken, weil damals war es ja auch so, ja, das ist, wer wie, keine Ahnung, also jetzt mal im schlimmsten Fall, ja, du bist jemand, bist Familienvater, jemand vergeht sich an deinem Kind, dann als Rache vergehst du dich an den sein Kind. Das macht ja auch keinen Sinn, ja. Das ist ja Quatsch. Das macht ja keiner. Nein, 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 das nicht. Aber wenn du dich aus Rache an ihm vergehst, ne, dann ist das laut Gesellschaft natürlich auch falsch und juristisch auch falsch, ne? Aber wenn du es mit gesundem Menschenverstand betrachtest,
Es ist irgendwo nachvollziehbar. Ich glaube, jeder Familienvater oder jede Mutter, ja, würde das verstehen, ja, wenn man dann darauf ausrastet. Absolut, ja. Klar, gesetzlich fällt es unter Selbstjustiz, aber ich glaube, da sind wir uns, glaube ich, einig, ja, dass man sowas definitiv nachvollziehen kann, ja. Lass uns mal noch auf ein paar andere Themen zu sprechen kommen, ja, die natürlich auch alle miteinander verwandt sind. Kannst du verstehen, dass es Leute irgendwie dämlich finden, wenn man sagt, okay, ich entschuldige mich für die Disses gegen Mutter und dies und das. Und dann sagt man aber wieder, ich will in der Mutter platzen. Kannst du das verstehen, Ja, dass Leute sagen, hä, was ist denn da los, natürlich, ja? natürlich, natürlich, natürlich kann ich das verstehen. Für Leute, guck mal, für die Leute, die jeden Tag vorm Rechner sitzen und uns zugucken, wie wir unser Leben versuchen zu meistern mit unseren Freunden, unseren Feinden, mit unseren Passionen, mit unserer Liebe zu Hip-Hop und Liebe zu Musik, die Zuschauer davon, die gar nicht in der Essenz sind davon, dass das für die unnachvollziehbar ist, ist ganz klare Kiste. Und dass manche auch sagen, ja, der Mann hat sie doch nicht mehr alle, der sagt heute so, morgen sagt er so. Aber glaubst du mir, dass ich mir tatsächlich sehr oft vorgenommen habe, zu sagen, ey, guck mal, der ist eh nicht in meiner Liga. Ne? Weder rapmäßig, sag ich dir auch offiziell, der hat gegen mich rapmäßig keine Chance, das weiß er auch. So, rapmäßig ist er nicht in meiner Liga. Körperlich ist er nicht in meiner Liga. Charakter ist er nicht in meiner Liga. Also charakterlich ist er nicht in meiner Liga, finde ich. Das mögen andere anders sehen, aber das finde ich. Scheiß einfach auf den. Lass ihn einfach links liegen. So, signalisier ihn auch nach dem Motto, ey Holmes, komm. Gut und schön. Aber er bringt dich dann mit Sachen, die er macht, wieder so aus seiner Komfortzone, was nicht seine Schuld ist. Das ist meine eigene Schuld. Weil ich muss mental stärker werden. Ich muss mental stärker werden, dass ich sowas beiseite legen kann. Aber es passiert halt immer trotzdem. Weil ich halt in der Sache nicht mental stark bin. Weil ich ein labiler Bastard in dieser Sache bin und ich das nicht auf mir sitzen lasse. Oder sitzen lassen kann. So. Wenn ich dann heute sage, okay, weißt du was, bist du Kallas, okay, komm, Frieden. Alles ist auf deinem Kopf, Habibi. Ich küsse dein Herz. Viel Glück mit deiner Familie. Red, inshallah. Am nächsten Tag macht er wieder irgendwas, wo du dir denkst: Ey, guck mal, ich habe doch gestern habe ich dir noch Frieden angeboten. Warum fängst du wieder an? Das ist wie heiß-kalt duschen, kennst du? So. Und manchmal reißt dich nicht einfach wieder raus. Die Schuld, nochmal, die Schuld liegt nicht bei ihm. Liegt nicht bei ihm. Die Schuld liegt bei mir allein. Eines Tages, hoffentlich, werde ich mental stark genug sein, um den links liegen zu lassen. Weil er hat es eigentlich verdient, ihn links liegen zu lassen. So. Er hat es verdient, ihn links liegen zu lassen. Aber die Wunden, die er mir zugefügt hat mit diesem Spruch, ich tapeziere meine Villa mit deiner schwarzen Haut, diese Wunde sitzt tief. Tief. Ich habe schon Verstehe ich. öfters gesagt, er hat sich in mir einen Feind fürs Leben geschaffen. Feind fürs Leben. Mein letzter Schwur, die Kurden sagen Sondame. Sondame ist auf Bushido. Mein letzter Schwur ist auf Bushido. Und inshallah nimmt Gott mir den Hass auf den Herzen, dass ich ihn links liegen lassen kann. Aber, wenn er sich so verhält, dass dieses Ding sich getriggert wird, dann soll er sein Leben leben und soll selber mit seinem Spiegelbild klarkommen. Ich hab da keine Aktien drin. Er soll mich einfach nur in Ruhe lassen. Er soll noch nicht mal irgendwas sagen, wo man denken könnte, dass ich gemeint bin. Weil das kann er auch sehr gut. Ja, das kann er sehr gut, das stimmt. Ja. Ja, das macht er auch, weil der ist so. Der macht einen sehr hinterlistigen Krieg. Und er denkt, dass ich Aber mich bei den Leuten umsitze. du machst doch genau das, was er will im Endeffekt, ja? Indem du darauf reagierst, wie du reagierst, gibst du ihm Nein, eigentlich das, was er erwartet, ja? guck mal, vertrau mir. Marvin, vertrau mir. Wenn ich dir sage, vertrau mir, wenn er nicht mit Polizei wäre, glaub mir, er macht nicht genau das, was ich will. Oder ich mache nicht genau das, was er will. Weil wenn er weiß, wenn er nur wüsste,
was er in mir hervorbeschwört, dann wird er nie wieder seinen Mund aufmachen. Er wird nie wieder seinen Mund aufmachen. Er soll mich in Ruhe lassen. Ich glaube, dass dieses Recht will dir auch gar keiner absprechen. Ja, wie gesagt, wir kennen alle die Story mit Tapete, dies, das. Wir kennen eure langjährige Fehde. Ich glaube, das Recht zum Antworten, ja, das Recht, den zu fronten, den zu beleidigen auch, ja, das will dir, glaube ich, gar keiner absprechen. Aber ich glaube, die Art und Weise, ja, das ist halt etwas, womit viele halt ein Problem haben. Mit so, Ja. wie gesagt, Social Media. Ich meine, dir muss ich das ja nicht erklären. Ja, du machst seit Nein. Ewigkeiten Rap. Du bist OG. Du bist OG der Deutschrap-Szene. Du bist jemand, der R&B mit etabliert hat und alles drum und dran. Ja, Dankeschön. du weißt selber, Dankeschön. wie Beefs damals geregelt wurden. Ja, da hat man halt Diss-Tracks gemacht. Ja, da ist man halt in die Booth gegangen und hat gesagt: Okay, ich zerschmetter jetzt seinen verdammten Schädel hier verbal auf Bars, Alter. Ja, Ja, und aber da war das Ding doch und noch das. nicht so touchable. Was meinst du damit Da jetzt? hatte, da war, Touchable? das war doch noch alles im Rahmen. Hör dir mal, Rache ist süß und wie heißt das Ding von Azad? Rache ist süß von was? Von Sammy? Und Sammy the von Bitch. Azad war Sammy the Bitch. Genau, Sammy the Bitch. Die beiden jetzt an. Das ist so, ja, dein Flow, dies, das. Ich habe mehr Fans in deiner Stadt als du, dies, das. Das waren harte Tracks. Das waren harte Ja, Tracks. ja, Okay? ja. Deutschrap-Legende, das waren harte Tracks. Aber Bruder, wie sind die Diss-Tracks heute? Deine Mutter, guck mal, was hat Bushido mit K1s Vater gemacht? Was hat er mit dem gemacht? Was haben die mit dem? Ey, ich so, ey, Gott soll das nicht zeigen. Gott soll das nicht zeigen. Mein Vater in einem Rap-Track dahingestellt wie so ein Dings. Und guck mal, ob es stimmt oder ob es nicht stimmt. Mir liegt nicht darüber, also ich habe nicht das Recht darüber hier zu urteilen. Aber wenn du ein Mann bist, machst du doch sowas nicht, Bruder. Ja. Ja, das So. ist. Du hast schon recht, also der Härtegrad hat auf jeden Fall, der wurde gut Ey, Mann, angezogen. was Der ist wurde das gut denn? angezogen, Was ja. ist das? Was ist Aber das denn? guck mal, das ist ja auch etwas, wovon ihr euch alle nicht freisprechen könnt, ja. Zum Beispiel, ja, wir können ja auch nochmal kurz darauf eingehen, auf eure viral gegangene No-Name-Reaction, ja, wo du da mit Mois, Roos und ich glaube Sinan war auch dabei, Dankeschön. ne? Ich lass dich reden, ich lass dich Wo reden. ihr da saßt, ja, und dann. Ich glaube, Mois hat irgendwas gesagt, so von wegen, ey, ganz cool bisher, richtig nice, ja, schön geiler Track, Alter, aber irgendwas fehlt noch, ja, und dann kommt die Line, chillst alleine zu Hause mit den Kindern, doch, sie sind nicht mal von dir, und ihr springt alle auf und tanzt den Freudentanz, Alter, als ob ihr wie so ums Lagerfeuer tanzt, ja, und freut euch und lacht euch die Seele aus dem Leib. Ich meine, das ist ja auch, ja, auch grenzwertig. Wie siehst du denn das heute? Darf ich was sagen? Du darfst. Guck mal, in dieser Sache wird mir maximal Unrecht getan. Maximal. Warum? Der Spruch, rap-technisch gesehen, war sehr hart. Unter die Gürtellinie, sehr unter die Gürtellinie. Ekelhaft. Ekelhaft. Das ist aber die Medizin, die der braucht. Aber okay. Der Spruch kam, ich bin auf. Guck das Video an. Von mir aus gucken wir sehr zusammen an. Ich bin aufgestanden und habe gesagt: Oh mein Gott, oh mein Gott. Gelacht haben die anderen. Ich habe mich hinten in die Ecke gesetzt, hab zu meinem Bruder Philipp gesagt, ich so, boah, hast du das gehört? Der so, boah, was für ein Hund und so. So. Dann bin ich wieder zurückgekommen, nachdem sie alle beruhigt haben. Und dann, wenn du das Video zu Ende guckst, und das hat jeder gesehen, der das heute beanstandet, weil wir haben das ja auch gesehen, dann haben wir die nächsten 30 Sekunden auch gesehen. Ich habe gesagt, guck mal, harter Spruch. Aber ich schwöre bei allem, das sagt ein Rapper über mich, ich schieße auf den. Wenn Bushido Flair angegriffen hätte dafür, tödlich oder nicht tödlich, der wäre im Recht gewesen. So, Gut, das Recht okay. habe ich ihm gegeben. Das Recht habe ich ihm gegeben. Und dass die Leute mir das nicht einräumen wollen, ne, das zeigt, wohin die ganze Sache geht. Die Leute wollen unbedingt mir anhängen nach dem Motto, ja, aber da hast du auch gelacht. Er selber, ja, aber da, wo er über meine Kinder gelacht hat, nein. Gott möge seine Kinder beschützen. Ich habe in der Doku gesehen, er hat sehr schöne Kinder, er hat eine schöne Familie. Kinder haben absolut mit der Sache nichts zu tun. Und ich meine das wirklich von Herzen. Ich schwöre dir das bei Allah, den Allmächtigen, der Koran liegt dir, bei Allah, den Allmächtigen, Gott möge seine Kinder beschützen. Für immer und ewig. Er hat, Mascha Allah, sehr schöne Kinder.
Die haben damit nichts zu tun. Und wenn Flair bereit ist, so einen hässlichen Spruch zu sagen, Flair kennt ihn ja noch besser als ich. Ja. Weiß, was er Flair angetan hat, dass Flair sagt, ich bring den jetzt. Man muss es auch mal von der Seite sehen. Aber Recht in der Sache habe ich Bushido gegeben. Der Spruch war hart. Du selber bestimmt hast da gesessen und gesagt, oh mein Gott, was war das denn? Ja, klar, Da war der klar. Spruch, weil der Spruch war hart. So, aber ich bin nicht aufgehört und gesagt, Flair hast du gut gesagt. Hättest du doch Mutter gesagt. Nein, das nicht. Mutter, ich habe Anstand. Ich habe Anstand. So. Ja, gut, haben wir das auch nochmal richtig gestellt. Also auf jeden Fall. Ich hab die Reaction auch selber nur einmal gesehen. Es kann sein, dass ich das dann so stille postmäßig, ja, ein bisschen verselbstständigt Guck dir das hat. gleich an, Ja. dann siehst du es. Guck dir das an, Okay. dann siehst du es. Okay, Das ist okay. ja online, kann jeder sehen. Naja, klar, ich meine, aber gut, du sitzt halt in der Truppe, ja, alle lachen und du gehst kurz weg und sagst halt, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Es könnte ja auch sein, dass du sagst halt, oh mein Gott, wie krass. Ja, er hat ihn gebumst, so in der Art oder so. Aber gut, wie war Hat er das auch. jetzt? Hat er auch. Hat er auch. So. Also, guck mal, was ich dir erkläre, was für einen Hass ich habe. Guck mal, ich hätte den Spruch nicht gebracht. Weil ich bin selber Adoptivkind. Wie sein iranischer Kollege ja einmal gesagt hat, ja, du lachst über den Spruch, ja, du bist doch selbst nicht mal von deinen Eltern. Ja, ich weiß, ich bin selber Adoptivkind. Okay? Also ich weiß was von diesem Zwiespalt. Weißt du, ich meine? So, deswegen, mir muss keiner hier probieren, was zu erklären, was richtig und falsch ist. Ja, So, die safe, Leute safe, wissen, was safe. richtig und falsch ist. Ja, er ist ja nicht das erste Mal, ja, dass Animus sich darüber lustig macht, dass jemand irgendwie aus zerrüttetem Elternhaus kommt oder sowas. Ja, das ist auch das Problem, was ich mit ihm habe. Ja, das hat kapiert der Trottel auch nicht. Und deswegen werde ich mit dem auch nicht warm. Aber das ist ein anderes Thema. Du hast gesagt, du hättest verstanden, wenn Bushido Flair dafür eine reingehauen hätte oder schlimmer oder sonst sowas, ja. Und dann, das ist ja dann nochmal, da kann man nochmal anknüpfen an auch deine Aussagen so aus deinem 40-Minuten-Statement, wo du gesagt hast, ja, wir sind halt so aufgewachsen, ja, man hat sich mal gekäppelt und alles drum und dran. Fand ich sehr niedlich, ja, wie du das alles so erklärt hast, ja, das fand ich ganz angenehm, hat mich auch sehr viel an meine Jugend erinnert, ja, dass man sich halt mal, man kloppt sich halt mal, ja, man gerät halt mit Leuten mal aneinander, nach der Schule trifft man sich irgendwo. Hinter Reihenhaus XY und trägt das aus. Da werden die Ranzen in die Ecke geschmissen, ja, die Schulranzen werden gestapelt und dann gibt es ein paar Backpfeifen und dann einer geht halt weg als Gewinner und der andere, der sagt halt, ja, okay, sorry, war nicht so gemeint, ja. Völlig, Dankeschön. völlig klar, ne? Aber da können wir ja auch nochmal kurz drüber reden. Ich habe es ja schon in meiner Reaction gesagt, dass ich finde, dass irgendwann man als Mann halt auch für mich persönlich, und wie gesagt, das kann auch einfach sein, dass wir da beide unterschiedlicher Meinung sind, wie bei anderen Dingen auch, und das ist auch völlig okay so, ja. Ich Ja. würde das gerne der Vollständigkeit aber hier auch nochmal thematisieren, dass ich der Meinung bin, dass man als Mann irgendwann so reift und auch so viel Sachen im Leben eines Mannes passieren, sei es Anhäufung von Reichtum, sei es Anhäufung von Verantwortung. Das heißt jetzt nicht nur für Kinder oder Familie, was natürlich primär die größte Verantwortung eines Mannes überhaupt ist, sondern vielleicht auch, dass man halt sein eigenes Business macht, dass man halt Angestellte hat und so weiter, ja. Dass es dann irgendwann so ist, dass man so viel Verantwortung hat und dass man mit einem möglichen Gewaltakt gegen den Feind einfach so viel aufs Spiel setzt, dass man halt abwägt, okay, das lohnt sich nicht, dem jetzt eine reinzudrücken, weil es kann sein, dass ich dafür halt ins Gefängnis gehe und alles, was ich mir mühevoll aufgebaut habe, die ganzen Jahre, dafür kaputt geht, ja. Und deswegen meine Frage an dich, meinst du nicht, man ist irgendwann zu alt dafür, Konflikte mit Gewalt lösen zu wollen? Alle machen alle auf Dings Rekord drücken jetzt, ne? Konflikte mit Gewalt lösen ist vom Ding her eigentlich immer Schwachsinn. Es ist immer schwachsinnig, ne? Weil Krieg und Blut ist schlecht fürs Geschäft. Das ist schon seit dem Mittelalter so gewesen. Okay? Ich sag dir aber was, ne? Machen das anders. Schatz. Hascha, Hascha, einer kommt und beleidigt dich von oben bis unten, von oben bis unten, der beleidigt dich, der beleidigt deine Familie, der beleidigt deine Herkunft, der beleidigt deinen Glauben, der beleidigt alles. Und du kommst zu mir und erklärst mir das. Und du sagst, ey, gerade ist so und so passiert. Das war der Chef auf meiner Arbeit.
Bayatik, wenn Allah oben ist, was verlangst du von mir? Hast du das gehört? Nee. Meine Frau sagt, nicht ich, meine Frau sagt, ich meine so, wenn das der Fall ist, ne, und ich zu dir komme und das sage, ne, dann verlangt sie von mir als Mann, dass ich dafür einstehe. Und jetzt ist die Frage, warum verlangst du das? Weil es geht um Scharafen. Es geht um Ehre. Es geht um ein bisschen Ehre. Nicht diese falsche Dings-Ehre. Nein, meine Ehre. Sagt er das über mich, dann obliegt es mir, ob ich damit leben kann, ob ich den ernst nehme oder nicht. Aber Familienangehörige, es geht um Ehre. Und nicht um falsche Ehre. Es geht um Ehre. Okay? Ein Mann ohne Ehre, ohne jegliche Ehre, ne, nimm dir den nicht einmal zum Feind. Das sind die gefährlichsten Menschen, die keine Ehre haben. Die Menschen, die keine Ehre haben, vergiss die. Halt die Stempel. Ich will nicht mal Streit mit denen haben. Dass man differenzieren muss, ja. Man kann nicht pauschal sagen, yo, Gewalt immer irgendwie das Mittel der Assis oder sonst sowas, ja. Wenn ich jetzt mit meiner Partnerin irgendwie durch die Straße laufen würde und der würde einer an den Arsch schlagen oder so, würde ich mich auch umdrehen und denen direkt ein Ding geben. Ist ja völlig klar, ja. Das sind da Danke. so, das ist normal. Danke, Und genau auch, Schön. auch was du gerade gesagt hast, ja, man kann das ja auch mit der Animus-Sache vergleichen. Der steht da, der Spacki, ja, der steht da, klopft sich auf die Brust, klopft gegen den Boxsack und alles drum dran, nachdem der all das gesagt hat, was er gesagt hat, und sagt, komm vorbei. Und dann kommst du halt vorbei. Ja, also es ist ja nicht so, dass er gesagt hat, ey, komm, bitte schlag mich nicht oder sowas, sondern er hat ja da förmlich drum gebettelt, ja. Und dann gab es halt da die physische Auseinandersetzung, kann ich irgendwie auch noch nachvollziehen, ja. Und Es. hat um dafür zu sagen, ja, du bist nicht alleine gekommen, du bist zurückgekommen. Ja, Bruder, welche Leine dahin gekommen, wenn die waren auch zu dritt. Na komm, das waren Gorex und Alex Dehn, Alter. Guck mal, ich kenne Alex, ich kenne Aha. Alex Dehn. Alex Dehn ist mad wild, wenn er trinkt, Bruder. Guck Alex Dehn nicht so an, Alex Dehn ist ein Schläger, Bruder. Nein, nein, ich meine das nicht von wegen, das sind Lauchs, sondern das sind Leute, die auch gut mit dir sind oder zu dem Zeitpunkt waren, oder? Das meine ich Ja, aber jetzt. dennoch komme ich dahin. Da stehe ich alleine. Komme ich dahin, stehe ich vor dreien. Ja. Also, verstehst du, was Ja, den Fall müssen wir sowieso eigentlich, ja gut, ich meine, wenn da noch was dazu ja, sagen willst, aber. müssen wir nicht drüber reden. Der hat verdient. Wallah hat der verdient. Wallah Billah hat der verdient. Wallah hat der verdient. Was da passiert, Wallah hat der verdient. So. Und dann danach noch zur Polizei zu gehen und Anzeige zu machen. Und noch versuchen, mich ins Gefängnis zu bringen. Zu sagen, dass ich versucht habe, den zu erstechen. Das war krass. Vor laufender Das war echt Kamera. krass. Ja, nee, Das war echt ich krass. weiß, ich werde gerade gefilmt und dann mache ich einen Mord vor laufender Kamera. Ich bin ja kein Idiot. Wusste ich, dass ich in den Knast kommen kann dafür? Ja, wusste ich. Aber die Sache war es mir wert. Weil das war keine kleine Sache. Aber stell dir mal vor, du wärst jetzt wirklich in den Knast gekommen dafür, ja. Du Dann ist wärst das so. 3, 4 Jahre weg vom Fenster gewesen, da hättest du doch deine Karriere mitgefickt und alles drum und dran und Ja, alles, aber was du dir dann ist aufgebaut das hast. so. Du hättest 4 Jahre verpasst, im Leben deiner Tochter und alles drum und dran. Das ist doch scheiße. Für so einen Vogel, Alter, ja. Also. Ja, aber wenn eines Tages mich jemand gefragt hat, wenn eines Tages meine Tochter mich gefragt hätte, Papa, warum warst du im Knast? Und ich ihr gesagt hätte, warum ich im Knast war, dann hätte sie gesagt, okay, mein Vater ist ein Lügner. Mein Vater ist ein Lügner. So. Ja, ich weiß nicht, also das ist so für mich so, ich bin ja BWLer, ne? Ich bin ja auch ein sehr, sehr rational denkender Mensch. Das könnte man jetzt auch vielleicht wieder so sagen, so wegen, ja, abgeklärt, Stratege, bisschen empathielos vielleicht auch und so weiter, ja. Aber für mich ist es so der Return on Investment, ja. Also das Investment, was du hast, ist die Kelle in seine Fresse, ja. Und der Return dafür ist, dass du möglicherweise 3, 4 Jahre in den Knast gehst. Und ich sehe den Return on Investment nicht als reizvoll für mich. Lukrativ. Ja, als Das ist lukrativ, genau. lukrativ. Ja, sehr schön. Ja, aber du vergisst eine Sache hier. Der Return ist nicht der Knast. Der Return ist dein Scharaf. Der Return ist deine Ehre. Der Return ist, du hast auf deine Familie nichts kommen lassen. Was ich im Nachhinein dann doch besser wusste dann. Weißt du, ich meine, hätte ich es lieber gelassen.
Weißt du, ich meine, hätte ich lieber gesagt, ey, Holmes, weißt du was, du hast recht. So, aber trotzdem, in diesem Fall ging es, der Return ist die Ehre deiner Familie. Du hast auf deine Familie nichts kommen lassen. Ja. Das ist der Return. Der Knast ist nur, der Knast wäre nur ein Side-Effekt gewesen. Die Gesellschaft erklärt uns, dass Gewalt falsch ist. Gewalt ist Kacke, Gewalt, bitte macht keine Gewalt. Haben sie auch recht, kein Problem. Eine friedliche Welt ist besser als eine gewalttätige Welt. Wenn doch aber Gewalt keine Lösung ist, warum tragen dann die Polizisten Pistolen und Pfefferspray und Schlagstöcke? Ja, weil sie ja sagen, das Gewaltmonopol muss bei uns sein. Okay, wenn aber doch Gewalt keine Lösung ist, warum nehmen sie das dann als letzte Instanz? Weil man sich, Verstehst du, was ich meine? ja genau, weil die sich halt auch auf den Worst Case vorbereiten müssen, ja. Ist ja nicht so, dass jetzt, na gut, hier in den USA schon, ja. Also, Ja. ist jetzt ein bisschen doof, dass ich das jetzt sage, während ich in Texas bin, dass die Polizei nicht gewaltbereit ist, ja. Also, das ist hier schon anders. Also, ich glaube, so gerade so Sachen wie hier diese Fanboy-Aktion von Flair, die hätte der hier in Amerika nicht durchziehen können. Die hätten den behindert geschlagen dafür, ja. Ja, wahrscheinlich. Runtergetasert, was nicht alles. Ja, direkt zwischen die Beine den Taser und dann wäre das Ja. erst richtig losgegangen, ja. Da muss man schon Aber du sagst, auf sagen. den Worst Case vorbereiten, aber auf den Worst Case müssen wir uns ja alle vorbereiten. Da müsste eigentlich jeder das Recht dazu haben, sich auf den Worst Case vorzubereiten. Dann, dann, dann ist dann ist Weil irgendwann Purge. Dann ist Vergewaltigungsopfer irgendwann und Purge. Raubüberfallopfer sind auch gerade in ihrem Worst Case. Würdest du das gut finden, wenn jeder eine Waffe tragen dürfte? Nee, ich fände es besser, wenn keiner eine hätte. Also auch nicht die Polizei. Natürlich nicht. Und wenn sich jemand illegal eine Waffe besorgt und auf einen Polizisten schießt, der ist dann halt gefickt, oder was? Ja, dann müssen sie dafür sorgen, dass die Leute sich keine illegalen Waffen besorgen können. Naja, das ist Und aber auch wenn sie das leichter nicht gesagt als können, getan, oder? ja, ist auch leichter gesagt als getan, dass Leute sich denken, hör mal zu, jeder hat eine Waffe, ich habe auch eine. Das ist ein, weiß ich meine. Weißt du, was lustig ist? Das ist mir aufgefallen, seitdem ich nach Texas gezogen bin, hupe ich weniger. Ja, du kennst es ja selber im Straßenverkehr. Ach, hier, du Bastard, Alter, hupst ja irgendwen, da hupst ja irgendwen an, ja, weil der dir die Vorfahrt genommen hat oder sonst was. Aber seitdem ich in Setzt du direkt so Texas, einen Cowboy-Spruch auf? seitdem ich in Texas bin, mache ich das nicht mehr, weil ich mir denke, Alter, Ja, okay, hier hat jeder hat hier potenziell eine doppelläufige Schrotflinte auf dem Rücksitz, ja. Deswegen, nee, Bro, ist ich glaube, okay, die kriegst du, wenn du ist einen okay. Bankkonto aufmachst, kriegst du die geschenkt, ne? So der Art, ja. Ja. Aber ich muss auch sagen, ich habe in Kalifornien habe ich mehr Kriminalität mitbekommen als in Texas. Weil halt in Texas, weißt du, wenn jeder eine Waffe hat, hat keiner eine Waffe. Weißt du, wie ich meine? Ja, weil dann Ja, hat. jeder läuft auf Eierschalen. Ja, richtig, richtig, richtig. Und das ist, wie gesagt, ich hab da neulich wieder drüber nachgedacht. Ist eigentlich ganz lustig, wie ich mein Hupverhalten justiert habe, nachdem ich nach Texas gezogen bin. Ja. crazy, ey. Nachvollziehbar. No. Nachvollziehbar. Wie ist Texas? Ist Texas geil? Ich stelle mir das geil vor. Texas Heiß ist vor allem. sehr, sehr geil. Texas ist sehr, sehr geil. Es gibt aber nur zwei Jahreszeiten eigentlich. Es gibt nur Winter und Sommer. Das heißt, es ist brechend heiß und dann innerhalb von 3 Tagen wird es schweinekalt. Ja, also Herbst und Frühling gibt es hier nicht. Das wird irgendwie geskippt hier von Mutter Natur. Keine Ahnung. Und ich muss sagen, gerade so die Area, wo ich bin, Dallas, die ist sehr diverse. Ja, also ich habe mir natürlich vorher so gedacht, so. Ja, man hört ja immer so, dass das Landesinnere von Amerika sehr White Trash-mäßig ist, ja, so irgendwelche Redneck, Rassisten, Spastis oder sonst was, ist gar nicht so, ja. Also gerade so Dallas, Houston, Austin, das sind sehr diverse, auch junge, hippe Großstädte, ja. Also das ist wie, kannst du vergleichen mit San Diego jetzt, bloß halt ohne den Strand halt noch. Kalifornien sowieso absoluter Schmutzstaat geworden, leider. Das haben die letzten 10, 15 Jahre so runtergewirtschaftet. Da liegen jetzt die Hero-Junkies mit Spritzen in den Straßen von San Francisco und alles drum und dran. Es gibt ganze Zeltstädte von Obdachlosen in LA, Downtown. Da sind einfach Tausende von Zelten, ja? Tausende Zelte aneinander. Das ist geisteskrank, Alter. Nee, also wie gesagt, deswegen bin ich auch aus Kalifornien weggezogen und habe da auch gar kein Problem mit, nicht mehr in Kalifornien zu leben. Erstmal ist es natürlich auch so, dass es sehr weit weg von Deutschland ist. Ja? Also es klingt eigentlich dumm, ja. Man ist ja noch im selben Staat, aber man darf nicht vergessen, Amerika hat 4 Zeitzonen. Ja? Also die Westküste Ja. ist 9 Stunden hinter euch und jetzt in Texas sind es nur noch 7 Stunden und dann Ostküste sind 6 Stunden. Und dann zwischen Central Time und
Pacific Time gibt es dann noch die Mountain Time. Das sind dann 8 Stunden Zeitunterschied, ja. Geisteskrank, vier Mountain ist Zeitzonen. bis oben, ist Nee. Nordamerika. Mountain ist so zwischen Zentral und West. Ja, das ist so da dazwischen, ja, so vor. Ich glaube, Arizona ist, glaube ich, Mountain Time. Ja, ich glaube, so bis Nevada ist noch West Time und dann Mountain Time ist dann so ab Arizona. Das ist crazy, ja. Das ist echt crazy. Das letzte Mal, wo ich das nach Deutschland geflogen bin, bin ich von Washington DC geflogen, war ich in 7,5 Stunden, war ich in Frankfurt, Digga. Das ist gar nicht so weit, ja. Und wenn ich von LA geflogen bin, meistens kein Direktflug. Das heißt, du bist irgendwo 13 nochmal Stunden. runter. Ja, ne? Also 13 Stunden, dann musste LAX, weil das noch so ein Bastard-Flughafen ist, musste da noch 3 Stunden früher ankommen, dass du überhaupt eine Chance hast, deinen Flieger zu bekommen. Dann fliegst du auch nicht direkt nach Halle, wo ich ja meine Family habe oder so, ja. Sondern du fliegst nach Frankfurt oder nach München. Das heißt, von da noch irgendwie nochmal Anschlussflug oder Autofahrt. Also an sich, du bist fast einen Tag unterwegs, ja, nur um nach Deutschland zu kommen. Und deswegen, ich habe jetzt auch vor, nächstes Jahr an die Ostküste zu ziehen und dann bin ich noch näher dran, da bin ich dann 6 Stunden Zeitunterschied. Und dann passt das, ja. Dann macht das Spaß. Und dann kann ich auch mal rüber jetten. Ich bin ja auch, ich weiß gar nicht, ob du das wusstest, aber ich habe bis vor 2 Monaten noch Vollzeit gearbeitet, neben diesem ganzen YouTube-Twitch-Kram. Und habe mich jetzt aber halt dazu entschieden, das halt hauptberuflich zu machen. Und das Geile ist, ich kann dann auch mal 2, 3 Monate am Stück kommen, ohne dass ich irgendwie hier Urlaubsantrag stellen muss oder sonst was. Also, ist geil. Ja. Ja, ich wusste das, nur war so im Büro hatte gearbeitet gehabt. Genau, das war ja auch der Grund, weißt du noch, wo du mich mal in deinen Insta-Livestream geordert hast, ja, wo du mir befohlen hast, in deinen Insta-Livestream zu kommen und Befohlen, ja. wo ich dann nach 5 Minuten nicht gleich da war, ja, wo der gesagt hat, ja, komm, ja, dann drückt er sich. Das war halt, weil ich damals noch im Büro war. Das war irgendwie 14 Uhr meiner Zeit. Sorry nochmal an der Stelle, dass ich da nicht direkt gesprungen bin, ja. Also ich hoffe, du nimmst mir das Kein nicht mehr Problem. übel. Lass das nicht nochmal vorkommen. Ja. Sehr schön, sehr schön. Nein, guck mal, ganz ehrlich, Amerika, guck mal, 2007 war ich das letzte und auch erste Mal da. Los Angeles, ne? Das war für mich so, das war für mich so Traum, so. Das war maximaler Film. Ich war ja da auch mit zum Musikvideo drehen und das war voll der Flex, so, weißt du? Und ich habe auch die Komparsinnen, die da bei mir waren, die waren auch einen Tag später bei in einem Tyrese Method Man Video. Weißt du, ich meine? Also die gleichen Komparsinnen. Sick. Das war so voll so, wow. Und ich war auf diesen Hollywood Hills und von diesen Hollywood Hills oben siehst du irgendein Footballstadion, irgendwas. Und in diesem Footballstadion, während ich da Fotoshooting hatte, hat gerade U2 einfach live gespielt. Und ich hab, und du hast das von da oben gehört, it's a beautiful day, Geil, down, geil, down. geil, Und ha. ich so, oh mein Gott, Alter, das war ein, LA, ich war nur 5 Tage da, das war ein maximaler Film. Und heute, ich hab ja gute Brüder da, so die kommen aus Merced County. Kennst du das? Die haben immer gesagt, ey, du musst vorbeikommen, du musst rüberkommen, wir fahren hier Motorrad, wir machen dies, das. Und ich habe gesagt, ja, ich würde gerne kommen, aber kein Einlass für mich heute. Weil ich auf Ansagen im Internet reagieren musste. Ja, egal. Siehst du? Da sind wir wieder Egal. bei dem Return on Investment, ne? Manchmal habe ich doch nicht ganz Unrecht. Egal. Ja, ja Mensch. 13 Stunden, 13 Stunden fliegen ist sowieso nicht meins. Ja, der fickt der Flug, auch der Jetlag, der fickt extrem, ja. Also diese 9 Stunden-Zeitunterschied, die waren dann schon nochmal anders wild. Ich finde, es geht noch, wenn du zurückfliegst, also wenn du von Deutschland nach Amerika fliegst, fühlt sich das einfach nur an wie ein extrem langer Tag, weil du sozusagen in der Zeit zurückfliegst, ja. Das heißt, es fühlt sich an wie ein extrem stressiger Tag, jetzt für dich zum Beispiel im Studio, ja, dass du halt irgendwie 20 Stunden wach bist oder sonst was, ja. Aber wenn du von Amerika nach Deutschland fliegst, werden dir diese 9 Stunden weggeklippt vom Tag. Das kann dein Körper nicht verarbeiten. Irgendwie fickt das deine Psyche. Hä, wieso ist schon Nacht? Ich bin doch erst 2 Stunden wach. Was ist hier los, ja? Und dann, ich habe auf dem Weg, also von Amerika nach Deutschland habe ich immer fiesen Jetlag, aber die andere Richtung gar nicht. Ja, das fühlt sich einfach nur an wie, ja, oder wie verkatert oder sowas, ja. Also es geht. Ja, ist crazy. Lass uns mal zurückkommen auf noch ein bisschen Instagram-Grind. Okay. Ich habe Instagram in der Hand, weißt du, ne? Du hast Instagram an der Hundeleine, ja. An Wie. der Hundeleine. Warum hast du dich so getriggert gefühlt, als sich Flair geblockt hat wegen diesem Boxkampf-Kram?
Weil im Endeffekt, guck mal, wenn du dazu nichts gesagt hättest, niemand sieht, dass der dich geblockt hat. Warum fühlst du dich da berufen, in die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, ha, guck mal hier, der dumme Esel hat mich geblockt? Nein, weißt du warum? Okay, guck mal. Was diese Sache angeht, es geht ja nicht darum, dass er mich geblockt hat. Scheiß auf den, ob der mich geblockt hat oder nicht. Das Problem war, ein großer Boxing-Stall, wo der Präsident ein langjähriger Freund von mir ist, hat 50 bis 100.000 K, okay? 50 bis 100.000 K in die Szene geschmissen und hat gesagt, ihr habt so viel Beef, wer sich knallen will in Dubai, 5-Sterne-Hotel, Flug bezahlt, alle Spesen bezahlt, alles bezahlt, können gerne vorbeikommen. Manuel, du bist der Repräsentant davon, hau ich mal nach. Ist so kein Problem. Ich liebe Boxen, ich boxe seit 20 Jahren. Komm, wer Bock hat, kann das gerne machen, kann das austragen. Ist ja eine gute Sache. Gibt es Geld zu verdienen, ist ein Urlaub dabei. Warum nicht? Ist auch ein gutes mediales Happening. Wer Bock hat, soll machen. Und dann habe ich Flair vorgeschlagen und Flairs Antwort in einem Kommentar war, guck mal bitte, Flairs Antwort in einem Kommentar war, warum soll ich 50.000 Euro einer soll mir 50.000 Euro geben, der mich letztes Jahr noch nach Feature gefragt hat. Oder vorletztes Jahr, oder vor 3 Jahren, wann das war. Mit MB5 war da, oder 4 war da drauf, ja. Das ist so, guck mal, das ist so eine dumme Aussage, ne? Dass ich da mal ganz kurz klar machen wollte, ich sage immer zu, nicht ich gebe dir die, nicht ich biete dir diese 50.000 oder 100. Er hätte 100 gekriegt. Er und Bones hätten 100 gekriegt. Bones sagt, ja, mit 100.000 mache ich Party. Bones glaube ich das. Okay? Bones glaube ich das. Flair glaube ich das aber nicht. Und dann sich probieren, so auf meinem Rücken sich hochzuflexen, das war so, ich habe ja noch nicht mal beleidigt, ich habe einfach nur gesagt, Bruder, du bist so ein dummer Esel. Du bist so ein dummer Mensch. Habe ich dir die 50.000 angeboten? Ich habe gesagt, hör mal zu, da sind für dich 50 bis 100.000 K abzuholen. Und so reich bist du nicht, dass du mir sagen kannst, dass 100 K kein Geld für dich sind. Ne? Die gibst du abzuholen, wenn du dich prügeln willst oder sportlich auseinandersetzen willst. Es geht ja nicht um Prügeln, es ist ja klassisches Boxen. Wenn du dich sportlich auseinandersetzen willst, Geld verdienen willst und was machen willst, kannst du das da machen. Und er kommt mit so einem Spruch, ja, der hat mich doch nach Feature gefragt. Jetzt geh und sag nicht, dass der ein Esel ist. Und dann, nachdem ich ihm gesagt habe, Ich hab den Kommentar jetzt nicht mehr im Wortlaut komplett im Ohr, aber ich glaube, da stand irgendwas so von wegen, ja, Rapper soll mir 50k für Feature zahlen. Ich glaube, da war nicht von wegen so, ey, der hat mich vor 3 Jahren nach Feature gefragt, der soll mir lieber 50k doch, dafür doch, geben. ich hab den Screenshot. Er hat gesagt, Rapper wollen mir 50 K geben, obwohl die mich letztes Jahr noch nach Feature gebracht haben. Das war das Ding. Ja, gut, das. Und da habe ich mir gedacht, so, hä? Hä? Ja, okay. Du Ja, Esel, du Esel, ja, du Esel, du ja. Esel. Und auf dieses Esel hat er mich dann blockiert. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, Flair hat mich blockiert, weil er so ein Esel ist. So, das ist aber auch vollkommen irrelevant, ob der mich. Und ich hab den 1 Jahr lang blockiert gehabt. Einfach so. Scheiß auf den. Uninteressant. Das war ich abgehen, ey. Manchmal ist es echt zu lustig, ja. Also irgendwie über Instagram werden Freundschaften geknüpft und beendet auch, ja. Also Ja, das ist ja etwas, wo die ganzen Memo-Rap-Tracks und so weiter dann natürlich auch mal hinterher sind und zu gucken, Alter, was passiert? Was ist auf Instagram, ja? Also Instagram ist irgendwie das Schlachtfeld schlechthin in der Deutschrap-Szene geworden und nicht mehr Musik, ja. Und ich glaube, das ist auch etwas, was, ich glaube, allgemein jetzt alle Camps, was Fans betrifft, ja, ich glaube, da sind sich alle Fans einig, dass man das am geilsten findet immer noch, ja, wenn ihr das musikalisch austragt und sich da mal so die ein oder andere knackige, grimy Line, an die Stirn knallt, ja. Ja, Das ist schon immer noch das Niceste. was hab ich dann davon? Dann sitzen Leute da und sind entertained. Weißt du, ich meine, sind entertained. So, aber die Leute, guck mal, die Leute fühlen meinen Schmerz nicht, die fühlen meinen Pain nicht. Wenn ich denen irgendwas davon erzähle und ihnen sage, dass die deutsche Szene eins der rassistischen Genres der Welt, glaube ich, ist, ne, dann verstehen die meinen Pain nicht. Weißt du, ich meine, warum soll ich dann hingehen und den Entertainer für die spielen? So. Ich spiele lieber den Entertainer für Leute, die auf Musik stehen und für qualitativ gute Musik. Meine Fans sind dafür, weißt du, ich meine, die stehen auf Musik und die sind eigentlich mehr als genervt von diesen ganzen Streitereien. Aber die verstehen aber auch, warum ich diese Scheiße kämpfen muss. Alle anderen, die da kommentieren und so, sind alles Leute aus irgendwelchen Bushido-Bubbles oder
aus den Amis oder das Amis oder dies, das. Das sind Leute, die würden meine Musik nicht kaufen und auch nicht konsumieren. Die wollen einfach nur auf den Sack gehen. Deswegen ist das für mich okay. Scheiß auf die alle. Ja, Aber ich. Fans von mir, die verstehen mich auch, weil die mich halt seit 13 Solo-Alben verfolgen. Weißt du, ich meine. Es wirkt aber schon manchmal so, als ob du dich halt auch so von so ein paar DMs auch so angestachelt fühlst. Ja, ich kann mir vorstellen, dass natürlich nach so einer Line, so von Bushido jetzt hier 90er Berlin, dass da viele Leute in deine DMs leiden. Manu Abi, guck mal, was der da gesagt hat, das kannst du nicht so stehen lassen, sag doch jetzt mal was oder sowas. Ich Ja, habe da mal so, sehr viele. ich hab manchmal dann auch mal so das Gefühl, dass du vielleicht gar nicht so richtig willst oder vielleicht auch denkst so, so als Erstreaktion denkst du so, ach. Fuck it, ja, scheiß auf den. Und dann fühlst du dich aber angestachelt von DMs, wo ich mir einfach denke, Alter, liest doch so eine Scheiße nicht, ja? Nein, guck mal, weißt du, was meine DMs sagen in diesem Fall? Meine Hm. DMs sagen in diesem Fall, Manuel Abi, hast du recht, geh nicht auf den einen, der ist es nicht wert, der ist ein Hund, scheiß auf den. Geh nicht auf den einen. Weißt du, was aber das Problem ist? Das Problem ist, guck mal, du weißt, im Leben gibt es immer Segen und Fluch. Und manchmal Segen und Fluch liegt auf einer Kante. Okay? Fakt ist, ne? Fakt ist, Bruder, ich gehöre, ja, okay, ich weiß jetzt nicht, ob du dafür Verständnis oder, ich weiß gar nicht, ob ich das sage, ob ich mir wieder das eigene Fleisch schneide jetzt. Mach wie du denkst, mach wie du denkst. Guck mal, Fakt ist, ob den Leuten das passt oder nicht, oder ob denen das Bild passt oder nicht, oder ob sie sich damit anfreunden können oder nicht anfreunden können. Bruder, ich gehöre zu einer der stabilsten Teams in Westdeutschland, Bruder. Okay? Und Bruder, wenn mich einer Schwanz nennt, ne, nennt er die anderen auch Schwanz. Und wenn einer zum Beispiel Fiddert was sagen würde, dann sagt er mir das auch. Und von den noch 50 anderen, wenn einer dem was sagt, dann sagt er mir das auch. Und deswegen ist es manchmal schwer, Sachen unkommentiert zu lassen, weil, Bruder, wir sind halt die, die wir sind, Bruder. So, und ich will mir das nicht für mich und für keinen von denen, der mir am Herzen liegt, oder für keinen von mir, der mit mir die letzten 15 Jahre gelaufen ist, ne? Möchte ich das auf mir sitzen lassen. Und ich will das auch nicht auf keinen anderen sitzen lassen. So, das ist leider ein zweischneidiges Schwert. Und normal, viele Leute sagen jetzt, ja, aber was du vielleicht noch nicht in Betracht gezogen hast, Marvin, dass diese Sachen lange über Hip-Hop hinausgehen. Wenn einer mich disst und sagt, ey, du kannst nicht rappen, oder dein Outfit passt nicht zueinander, du siehst aus wie ein Clown, du siehst aus wie ein Esel, dann ist das easy, weißt du, ich meine? Aber wenn es street-relevante Sachen bedarf, von wegen Mutter, oder ich bin in deine Stadt gekommen und ich wollte dich ficken, aber du hast mich nicht blicken lassen, das ist kein Hip-Hop. Okay? Das ist kein Hip-Hop. Das ist Versuch einer Machterweiterung. Und das ist Schwänze messen. Bruder, ich bin ein Afrikaner, wir können gerne machen, Bruder. Ja, gut, da habe ich dir schon gesagt, was ich glaube, für ein bisschen einfach cooler gehalten hätte als Reaktion. Ja, einfach sagen, ja, ey, yo, du kommst mit Spezialeinheit, klar, ja, klar, dass ich dir da nicht auf die Pelle rücke, weil ich keinen Bock habe, in den Knast zu wandern. Und basta, ja. Habe ich Somit. doch eigentlich gemacht. Habe ich doch gemacht sogar. Naja, Nicht komm, gesagt, aber so geschrieben. Ich meine mit, so. ja, ich platze in deiner Mutter und so weiter. Sowas muss man dann rauslassen, weißt du, weil das wirkt gefasster. Das wirkt gefasster, das meine ich ja. Weißt du bist ja kein Dummer, aber das wirkt dann, solche Aussagen wirken halt nicht wirklich, als ob du sie alle beisammen hast, ja. Hast du recht? Hast du recht? Ja, habe ich doch nicht. Ich habe dir doch gesagt. Nochmals. Manchmal. Und das Seele freisprechen. Tut kurz weh, wie er sagt. Diesen Rat habe ich mir von ihnen angenommen. Ich bin behindert. Ich bin behindert. Ich Dings. Wie heißt das? Kurzschluss. Ja, Kurzschluss. so wirkt Aber das nur wenn es um Kurzschluss, ihn ja. geht. Nur wenn es um ihn geht. Kurzschluss. Kurzschluss. Bruder, ich kann den Typen auf den Tod nicht ausstehen. Auf den Tod nicht. Ich Dann kann ihn nicht ab. schmeißt das Handy weg für 24 Stunden und dann weißt du auch, dass es dir dann wieder Ja. besser geht, weißt du? Ja, ich kann ihn Ja. nicht ausstehen. Ich kann ihn Meistens ist nicht dann nach ausstehen. einem Tag sieht doch die Welt wieder ganz anders aus, ja. Dann denkt man sich auch, ach komm, was ist Ja. das eigentlich für ein halbgarer Front oder sowas, ja, wenn man mal drüber nachdenkt.
Du meintest mal zu mir vor nicht allzu langer Zeit, Marvin, deine Community hasst mich. Ja, hast du mal zu mir gesagt, wie macht sich das für dich bemerkbar? Erklär mir das mal. Ja, Bruder, weil, guck mal, ich bin jetzt auch froh, dass ich hier jetzt in deiner Community reden kann und dass sie vielleicht meine Denkweisen ein bisschen mehr verstehen. So, und dann auch, guck mal, ich muss ja immer, guck mal, ich führe da Krieg und ich muss nachher Aufräumarbeit leisten, so, und Wiedergutmachung leisten nach dem Motto, damit die Leute denken, okay, nicht denken, dass ich ein Hooligan bin oder so. Nichts als gegen Hooligans, aber so, dass ich so einfach so Gewalt und Fetzen und, ja, komm, wie ist das? So, alles Gute für jeden Hooligan, wenn das ihr Ding ist, sollen die machen. Freiheit für alle. Aber so, ich versuche einfach nur meinen Standpunkt zu erklären. Und mein Standpunkt, ich denke nicht, dass wenn du jetzt mit mir geredet hast, jetzt hier fast 1,5 Stunden oder 2 sogar schon fast, ich denke nicht, dass jetzt hier einer sagen kann, was ist das denn für ein Trottel, was labert der denn für eine Scheiße? Also ich glaube schon, dass ich sehr nachvollziehbare und einleuchtende Sachen sage. Das glaube ich. Davon bin ich überzeugt. Und vielleicht ist das deiner Community manchmal nicht aufgefallen. Die denken einfach so, ja, der beleidigt alle ja nur, weil er mit Tate Angels ist. Na, na komm, du hast in der Hochzeit unseres Disputes, hast du zum Beispiel auch gesagt, alle, die meinen Content schauen, sind Hurensöhne, ich bin Hurensöhne und alle, die mich verfolgen, sind auch Hurensöhne, ja. Also das sind so Sachen, die merken sich die Leute, ja. Das kannst du dann auch, Ja, da kannst du dann das ist auch nicht. Hip-Hop. Das ist Hip-Hop. So, das ist Ja, Hip-Hop. Guck aber mal, na natürlich. gut, Natürlich, dann. jeder, der hier jetzt sauer sein will und das nicht vergessen hat, der kann natürlich gerne, der ist eingeladen, gerne für immer und ewig sauer zu sein. Aber wie gesagt, wie ich gerade schon gesagt habe, das, was ihr verzeihen könnt, verzeiht mir bitte. Das, was ich verzeihen kann, tue ich auch. Ja. Und so kann es sein. Ja. Nee, das macht Sinn. Lass uns mal noch kurz auf nicer Scheiß zu sprechen kommen. Mal was ganz anderes. Jetzt geht's mal kurz nicht um Bushido. Ja. Ist vielleicht Kommen wir nach. machen wir das Ding vielleicht auch noch mal auf. Mois hat ja jetzt bekannt gegeben, dass er gesagt hat, nicer Scheiß, Ende. Ja, da war ja vorher auch schon. Ich hatte so das Gefühl, also klar, ich habe das dann mitbekommen, ja, ihr wolltet Season 2 machen, seid dann auch nochmal an den Start gekommen, habt auch krasse Zahlen wieder gehabt und alles drum und dran. Ja, hochkarätige Gäste, Summer Jam war da, Echo Fresh war da und, ja. Aber irgendwie dann gab es ein paar Wochen Aussetzer, dann war irgendwie der Wurm drin, ja. Und was ist jetzt der Stand der Dinge von deiner Seite? Guck mal, Nicer Scheiß war eine sehr wichtige Institution für Deutschland. Ja, sehr wichtig. Viele Leute haben dadurch nicht, was sie letztendlich daraus gemacht haben, das liegt bei denen, aber wir haben auf jeden Fall sehr vielen Leuten sehr viel Reichweite und sehr viel Plattform gegeben. Mois mit seinem Kanal, ich mit meinem Fachwissen. Und aber genauso Entertainment. Wie das war, war es aber auch anstrengend im Nachhinein, weil, ey, der Rapper ist der Cousin von, ey, kannst du nicht sagen, dass der gut ist, ey, guck mal, ich habe hier einen Rapper, Bruder, kannst du nicht so und so, guck mal, ich schick den dahin, push den mal hoch, und dann ist der Typ aber scheiße, und dann, das war die ganze Zeit so ein Balanceakt zwischen, ja, wir wollen kredibile Meinungen abgeben, aber jetzt, gibt es natürlich auch Leute, die wir kennen, und dann willst du deren Herzen brechen. Du musst es aber dann brechen, weil du sonst deine Show fickst, und dann dieser ein riesen Politikum. Und irgendwann war das Neues auch zu viel und ich hatte auch keinen Bock mehr. Und dann haben wir gesagt: So, weißt du was, du kommst einfach alleine. Die Leute wurden auch immer frecher. Ja, warum wurden wir um 4 gezeigt und die anderen um 2? Ja, du Bastard, du wurdest um 4 gezeigt, weil wir 150 Newcomer uns angeguckt haben, von denen 148 scheiße waren. Und ich da manchmal bis 5 Uhr morgens gesessen habe, wo wir noch im Bottrop in Geisteskrank. diesem Studio zu Hause waren. Wir saßen bis 5 Uhr morgens da und haben uns die schlechtesten Rapper Deutschlands angehört. Für nichts. Nur damit jeder gezeigt wurde. Und um 5 Uhr morgens hatten wir immer noch 20.000 Zuschauer. Ja, nicht? Das ist euer Herz. Ja, ich mache das ja auch bei mir im Stream, ja. Ich checke auch ab und zu meinen Newcomer ab und ich hab das auch erst so gemacht, dass ich gesagt habe, okay, einmal pro Woche machen wir einen Stream nur Newcomer, aber das habe ich dann auch anders gemacht. Ich habe das dann gewechselt. Ich habe dann gesagt, Alter, okay, in unregelmäßigen Abständen machen wir 4, 5 Newcomer pro Stream in einem gesonderten Block, weil dann ist es irgendwann zu viel, wie du schon sagtest, ja. Also, ey, ja, ich kann mir das gar nicht vorstellen, ja, wie ihr da saßt bis früh um 5, um 6, Alter. Und da wirklich Dutzende,
Beiträge euch reingezogen habt. Und ihr habt ja auch, ihr habt ja alles angenommen, ne? So Doni, ja, und dann passt das, ne? Und da kam ja wahrscheinlich auch gut Abfall mit bei rum. Also Mois hat ja zum Beispiel gesagt, das Einzige, wo er sagt, dass er sich nochmal ein nice or scheiß Revival vorstellen könnte, wäre im Fernsehen. Wärst du da auch dabei? Sofort. Ja. Ja, Sofort. okay. Also wenn das Fernsehen kommt mit ProSieben oder so ankommt und sagt, ihr hattet auf eure Hochphasen, das ist wirklich kein Schnack, Bruder, das ist belegbar. In der Show, wo Mert und Dings da waren, wer war mit Mert da? Mert und noch jemand. Und wo das SEK reingekommen ist, Bruder, hatten wir 230.000 Live-Zuschauer. Geisteskrank. Das haben manche Sender nicht, ja. Ja, manche Fernsehdinger haben das nicht. Ja. 230.000 Live-Zuschauer. Das ist schon krass, ja. Das heißt, ich hätte nur einmal schreiben müssen, ey, alle bestellt jetzt meine Box. Ja, wenn 10% davon die Box bestellt hätten, hätte ich Platz 1 ja, direkt. 2.300 Box weggedrückt. Auch Ja. es. 23.000. Ja. 23.000, Ja. Entschuldigung. Ja, crazy, Weißt du, wie ich Alter. meine? Ja, ihr habt schon gut Welle gemacht damit, ja, definitiv. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das auch eine schöne Zeit war und alles drum und dran, ja. Aber ich weiß, ich habe eine ungefähre Ahnung, ja. Ich meine, klar, bei euch war es natürlich ein viel größeres Ausmaß, als es bei mir der Fall ist. Aber ich weiß um den Kopfick, ja, im Hintergrund weiß ich. Kann ich mir, Ja, das ist habe ich auch schon. schon meine Erfahrung mitgesammelt und alles drum und dran, ja. Und das ist es im Endeffekt Jetzt. auch nicht wert, ja. Auch gerade was Mois so erzählt hat, dass da irgendwer was eingeschickt hat, wo da irgendwie ein Mord gezeigt wurde im Musikvideo, nur um möglichst real zu sein. Ja, Fuck, Alter, wie total. assi kann man denn So. reingrätschen, ja? Und da hat er dann Ja. deswegen einen Community-Strike auf seinem Kanal und wird dann irgendwie in Deutschland nicht mehr angezeigt oder sowas, ja. Und alles nur, weil er halt ein Newcomer-Format hatte, wo er halt. Ja, Newcomer eine Plattform bieten wollte, ja. Ist ja nichts, wo man jetzt per se schlechte Intentionen hat, ne? Klar, man macht damit auch Kohle, ist ja völlig klar, weil es ist immer so, wenn man eine Reichweite hat und wenn man etwas gut macht, dann macht es nicht umsonst. Ist doch völlig klar, ja. Ist ja bei jedem Ja, so, man macht ja. damit Kohle. Was die Leute aber nicht gesehen haben, das Studio, was dahin gebaut wurde, diese Tonqualität, die da gebaut wurde, diese Streaming-Kameras aus 6 verschiedenen Winkeln und diese 5 Mitarbeiter, die bei jeder Folge da waren, die berechnet natürlich keiner mit. Weißt du, wie ich meine? Ja klar, ja gut, das sind halt Investitionen, ne? Die Ja, ganze. ich sag nur, ich denke, wir sind Millionäre geworden. Ja, klar. Nee, das macht schon Sinn. Das macht schon Sinn. Okay, also nicer Scheiß, erstmal ad acta gelegt, auf jeden Fall. Ist sonst irgendwas noch geplant, abseits 2022 musikalisch natürlich zu rasieren, was ich finde, die News des Talks hier ist, meiner Meinung nach. Ja, das ist etwas, was ich sehr, sehr schön finde. Ja, da freue ich mich sehr drauf. Ich kann nur sagen, 2021 war mit das schlechteste Jahr in meinem Leben, mit eines der schönsten Ereignisse in meinem Leben gepaart. Und also das war ein ganz komisches Jahr, das war auch so heiß-kalt duschen, weißt du, wie ich meine? Und 2022, ich bin wieder aufgestellt, ich bin wieder am Start. 2021, ich verrate jetzt allein meine erste Single, kann ich jetzt schon sagen, wird ein Flip-Video, okay? Okay. Aus meinem Intro von dem Album und einem anderen Song. Alleine die erste Single schon. Das hat ja dann wieder Kill 'Em All Vibes, ja? Das wäre auch Na, bei. nicht Kill 'Em All. Na, Nee, da, nee, da nee, nicht nee, Kill 'Em All. Gar nicht Kill 'Em ich All. meine wegen Flip-Video. Intro, Gerüchte 2.0, Ah, das da war ja. auch so, ne? Ja, ja, ja. Das ja. Allein das wird schon so hässlich wieder klarstellen, ne? Wer hier eigentlich der Chef im Ring ist. So. Ich hab das gesagt. Unter Druck arbeite ich sehr hässlich. Und allein die ersten beiden Dinger werden so dermaßen klarstellen, wer der Chef hier im Ring ist. Ganz klare Kiste. Geil, geil. Kannst du schon sagen, Ja. ungefähr, wann es rauskommt? Erste Quartal, zweite Quartal? Ja, die Single auf jeden Fall, erste Quartal. Okay, ja. Ah, ja, hast du gesagt, ja, Januar ist ja dann schon Listening Session für Presse und so weiter, ne? Genau. Geil. Und boah, das geht so ab, Alter. Sehr, sehr schön. Wenn du nett bist, dann schicke ich dir gleich einen Song rüber. Per WhatsApp kannst du hören. mach ruhig, ja, sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Aber das strengste Geheimhaltung. Ja, selbstverständlich. Sehr schön. Ey, ich würde sagen, also Jo. wenn es von deiner Seite nichts mehr gibt, for now, ja. Für mich war super Talk.
Dann, Ich hoffe, deine Community mag mich wieder. Ich gehe gerade Türklinken putzen überall. Ich leiste wieder Gutmachung. wie gesagt, also das ist ja auch etwas, was ich jetzt auch schon hinter den Kulissen mitbekommen habe, ja, dass du jetzt definitiv nicht irgendein barbarischer Wichser bist, ja, der hier Macheten schwingt und hasserfüllt durchs Leben schreitet oder sonst was, ja. Und ich denke mal, dass es ist auch in diesem Gespräch rübergekommen. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Offenheit, ja, auch für deine Selbstreflexion und dass du hier mit mir auch den Weg des Dialoges gegangen bist. Ich meine, in vielerlei Hinsicht sind wir unterschiedlicher Meinung, aber das ist ja auch okay so, ja. Man kann ja auch unterschiedliche Meinungen akzeptieren und sich trotzdem darauf einigen, ja. Man kann sich darauf einigen, dass man halt einfach verschiedene Sichtweisen auf verschiedene Dinge hat, ja. Und das ist nun mal so. Das heißt aber per se nicht, dass man sich deswegen irgendwie die Köpfe einschlagen muss oder sich gegenseitig ignorieren muss oder sich gegenseitig versuchen muss zu canceln, wie das heutzutage ja so oft der Fall ist. Ja, man sieht es ja überall in Social Media, dass die Leute auf Eierschalen laufen, weil sie Angst haben, etwas Falsches zu sagen. Ja, weil es gibt heutzutage, jeder Spasti hat einen Internetzugang und jeder Spasti hat die Möglichkeit, im Internet sich irgendwie verletzt zu zeigen, wenn man sich verletzt fühlt. Und irgendwas, was ich sage oder was du sagst oder was irgendwer anders sagt, wird irgendwo auf der Welt irgendwen verletzen, ja? Und der hat dann durch Social Media die Möglichkeit, sich darüber halt Luft zu verschaffen. Und dann kann das, wenn man halt eine gewisse Reichweite vielleicht auch hat, als ganz normaler Twitter-Account oder sowas, kann das halt ganz schnell dann auch in so eine Cancel-Culture-Richtung gehen. Bin ich auf jeden Fall extrem Guck mal, dagegen, ja, gegen diese Entwicklung. das Ereignis des Jahrzehnts, und das nur mal kurz zu sagen, guck mal, ich weiß nicht, sollen wir ihren Namen sagen auf diesem Dings, sollen wir ihr diese Plattform geben? Nee, aber du weißt, wen ich meine. Na klar, weiß ich, wen du meinst, ja. Ey, das war mit Abstand das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe. Unfassbar, Das Schlimmste, was ich unfassbar. jemals gesehen habe. Ja. Die haben Samra hingerichtet für nichts. Übel, Für also einfach übel. für Also nichts. alle Leute, ich muss sagen, ja, das war krass. Und hast du das mit dem anderen, den müssen wir jetzt auch nicht nochmal erwähnen, mit dem anderen mitbekommen, der gesagt hat, dass er in einem Hotel in Leipzig nicht einchecken durfte, weil er einen Davidstern getragen hat. Ja, das habe ich mitgekriegt, Ja, aber das war ja. auch richtig krass. Ja, der hat gesagt, der wollte in einem Hotel einchecken und ist da nicht reingekommen, weil die gesagt haben, ey, pack mal deinen Stern weg oder so. Ja, der hat einen Davidstern getragen, der ist halt Jude und hat halt gesagt, okay, deswegen ist der da nicht reingekommen. Ne? Dann hat er sich danach, nach diesem angeblichen Vorfall, hat er sich vor das Hotel in Leipzig gesetzt und hat dann eine Instagram-Ansage gemacht und hat gesagt, ja, so und so ist das passiert, hat diesen Vorfall geschildert, wie ich es gerade auch gesagt habe. Und dann sind die Leute dahin, haben die geschitztormt, ja, haben da Instagram offizielle Bewertungen auf Google und so weiter, 1 von 5 Sternen zu tausenden Bewertungen. Die haben dieses Hotel gefickt, Alter, ja. Und dann 5 Tage später oder so kommen die Überwachungsaufnahmen raus, ja. Und man sieht, der trägt gar keinen Davidsstern. Der trägt gar keinen. Man sieht das klipp und klar, ja. Der hat sich das alles ausgedacht. Und das Ding ist, was dann halt im Endeffekt rausgekommen ist, auch durch Zeugenaussagen, ist, dass der halt da einen auf Star gemacht hat. Da war eine Schlange, weil die irgendwie die Computer haben nicht funktioniert, ja. Das heißt, die mussten alles per Hand einfüllen, Reservierungen und so weiter, ja. Und musste das alles per Hand ausfüllen, die ganze Reservierung. Und deswegen, das hat ihm zu lang gedauert und da hat er dann einen auf Star gemacht, ja. Und wollte dann in der Schlange sich vordrängen, ja, weil er ist ja der große Superstar, ja. Also ich meine, gut, ja, also, jetzt machen wir ganz ehrlich, ja. Ist jetzt auch nicht so, dass er hier, Noch nie gehört. ja, dass er hier Michael Jackson ist oder sonst was, ja. Und dann war der deswegen so salty, dass die gesagt haben, nee, ist nicht, dass der dann so eine ausgedachte Scheiße dann vom Stapel lässt und das Internet glaubt dem, ja. Und das ist genauso wie diese Samra-Geschichte. Krass, krass. Also du kannst dir eigentlich irgendwas über irgendwen ausdenken, den beschuldigen und der ist erstmal der Buhmann, ja. Der wird erstmal gefickt im Internet, der wird gecancelt. Ja, so ist Samra das. hat sein fucking Label Deal bei Universal verloren, ja. Und ja gut, jetzt ist er bei der Sony untergekommen und so weiter. Ist jetzt alles, der macht immer noch sein Ding und so weiter. Aber überleg mal, was das mental mit dir macht, ja. Das ist schon hart, Alter. Und deswegen, also hier nochmal den Appell an alle: Glaubt nicht jede Scheiße, die direkt im Internet erstmal reingewichst wird, ja, so in den Internet-Orbit. Da muss man auf jeden Fall immer noch bei der Faktenlage bleiben. Versucht euch auch ein bisschen aufzuklären
Und versucht auch in den Dialog zu gehen. Ich finde es das schlimm, dass man sich im Internet so verbal sehr, sehr oft die Köpfe eindrischt. Also auch diverse Rap-Camps, ja. Ich bin auch jemand, der, wie gesagt, der auch jetzt kein persönliches Problem hat mit Bushido, ja. Trotzdem setze ich mich mit dir auch hin, obwohl ihr beide keine Freunde seid, und rede mit dir, weil ich halt, ich gehöre keinem Camp an, ja. Und auch wenn man als Rap-Fan, jetzt als Bushido-Fan, jetzt auf Manuelsens Instagram-Account geht und sagt, ey, du Spasti oder sonst was, ja, das wird der niemals mitbekommen. Der scheißt da drauf, ob du das machst oder nicht, ja. Also, das ist nicht so, dass der irgendwie dein Freund ist und sich dann bei dir bedankt in den DMs oder sowas. Das ist komplett dämlich, ja. Deswegen dieses Camp-Verhalten und dieses verbal aufeinander eindreschen, bin ich kein Freund von. Deswegen nochmal in aller Ausführlichkeit Respekt an dich, dass du dich heute auch meinen, glaube auch sehr, sehr kritischen Fragen auch gestellt hast, ja, dass du dir da auch nicht zu schade warst, und hat Spaß gemacht. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Es könnte auch zu deinen kritischen Fragen, die du gestellt hast, hatte ich ja auch immer eine passende Antwort. Richtig. Und wenn ich keine passende Antwort hatte, dann konnte ich mich wenigstens entschuldigen. Richtig. Ne? Genau. Nee. Deswegen passt das alles. Das haben wir gut hinbekommen. Ich denke mal, es war ein geiler Talk, Alter. Und natürlich, ja, ihr wisst, was zu tun ist. Wenn euch dieser Talk hier gefallen hat, Like da lassen, Abo da lassen, Kommentar da lassen, ja. Und aktiviert die Glocke. Aktiviert die Glocke, natürlich. Richtig, richtig, ja. Und seid gespannt, was 2022 von Manuelsen kommt. Da freuen wir uns natürlich auf Yes, sir. musikalischen Output. Ja, das ist immer noch der schönste Output, den du uns geben kannst an der Stelle. Ja. Dankeschön. So, da würde ich sagen, ja, wir sind raus für heute, ja. Jo. Haut rein, Manuelsen, Marvin California, Mach's gut. Town Hall, war geil, sehr, sehr schön. Geil.